Am literarischen Quartett nehmen heute wie üblich teil Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Profil, Wien. Und Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen. Unser Gast ist heute Henrik M. Broder, Journalist und Autor einiger Bücher, zeitkritischer Bücher. Broder ist in Köln aufgewachsen, wo die Handlung des Romans spielt, von dem heute die Rede sein wird, des Romans von Heinrich Böll. Er lebt jetzt in Jerusalem und in Berlin, wo die Handlung der Romane von Amos Oz und Peter Schneider spielt, von denen wir heute hier reden werden. Und er kommt gerade vor wenigen Tagen, ist er aus den Vereinigten Staaten gekommen, wo wiederum die Handlung der Romane von John Updike spielt und Nicholson Baker. Das sind damit die fünf Romane genannt, von denen hier die Rede sein wird. Zunächst Böll. Der Roman Der Engel schwieg stammt aus dem Jahre 1950. Also wie? Liegen gebliebene Ware, jedenfalls ein bisher unveröffentlichtes, ganz frühes Buch von Böll. Thema: Ein deutscher Soldat kehrt im Mai 45, unmittelbar nach der Kapitulation, zurück in seine zerstörte Heimatstadt, die nicht genannt wird. Es ist aber, wie üblich bei Böll, Köln. Er irrt umher, einsam, verzweifelt, unglücklich, findet eine Frau, die er liebt. Eine Liebesgeschichte wird erzählt, wie in so vielen Böll-Romanen. Die anderen beiden wichtigen Elemente dieses Romans. A. Eine Testaments- und Erbschaftsgeschichte, die einige Handlungseffekte ergibt, und ein Problem, dem Böll treu bleiben wird bis zum Ende seines Schaffens, seines Werks, nämlich die Konflikte innerhalb des deutschen Katholizismus. Hier die bösen katholischen Funktionäre, da die guten, braven, edlen Katholiken, denen es schlecht geht. Also, was taugt dieser frühe Roman heute? Ja, ich denke, es wäre wahrscheinlich ein leichtes, diesen Roman heute niederzumachen. Zumal, glaube ich, der Verlag den Fehler begangen hat, ihn hochzuloben als sozusagen Bölls Urfaust. Das hätte man nicht sagen sollen. Und selbstverständlich ist es ganz leicht zu sagen, dass dieses Buch fast rührend ungeschickt in vielen Dingen erzählt. Es hat noch sozusagen wirklich noch den Flaum eines Kükens, das gerade aus dem Ei geschlüpft ist. Überall sind noch die Eierschalen dran. Aber Sie haben es ja schon angedeutet, gleichwohl sind die wichtigsten Themen, die im Werk des Böll ein Leben lang, denen er sein Leben lang treu bleiben wird, hier schon angesprochen. Und deshalb denke ich, es ist auch heute noch interessant, dieses Buch zu lesen. Frau Löffler, es gibt doch aber Leute, die der Ansicht sind und mit gewissen Gründen, dass der frühe Böll der beste Böll war, der frühen Erzählung. Dies ist also, dass er sich dann später in den späten Romanen wegentwickelt hat von dem Realismus, von seiner Erfahrungswelt des Nachkriegs, dieser zerstörten Städte, dieser verstörten Menschen. Trotzdem möchte ich Ihnen recht geben. Und ich denke, es ist zwar leicht, das Buch niederzumachen sozusagen, zu sagen, welche rührenden Schwächen es hat, aber interessant ist das Buch deshalb, weil es eigentlich wie in einem Fokus Probleme Bölls festhält, die er nie losgeworden ist. Ich denke, dass das Buch ein kritischeres Verhältnis auch zu den späten Werken schaffen müsste, weil es so ähnlich ist wie diese. Nicht unbedingt. Das Buch ist heute eigentlich nur noch von archäologischem Wert. Es gibt ein Wort, das Böll immer wieder verwendet, das ich sehr schätze, weil ich das Glück oder das Pech hatte, in Köln groß geworden worden zu sein: muffig. Er sagt immer wieder muffig, die Atmosphäre ist muffig, und damit trifft er die Kölner Atmosphäre sehr genau. Aber die des Buchs auch. Das Buch ist genauso muffig wie die Atmosphäre in Köln, die es beschreibt. Und ich glaube nicht, dass es zu viel Schonung verdient, weil es einer Spekulation entspringt, dass es ein unbekanntes Frühwerk ist, das heute nach dem Tode von Böll
und mit dem Kredit, den er bei uns hat, als guter Mensch, als ein anständiger Mensch, aufgenommen wird. Wir sollten vielleicht erklären, dass es nicht aus einer Spekulation veröffentlicht worden ist, sondern es ist ein Buch, das Köln damals zu Middelhaufe brachte, seinem damaligen Verleger. Und die, 1950, die haben gesagt, diese Art von Trümmerliteratur ist out, die wollen wir nicht mehr. Und die haben dann Änderungen verlangt in dem Manuskript und erst über den Änderungen hat er dann aufgegeben, hat andere Kapitel in anderen Büchern verwertet. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, ist doch wohl der, dass man jetzt bei der Gesamtausgabe dieses Manuskript aufgefunden hat, als man dafür suchte. Und ich denke, dass man es einem Autor wie Böll schuldig ist, alles zu veröffentlichen. Zumal, ich glaube, es ja durchaus legitim ist, dass man auch ein gewisses literaturarchäologisches Interesse hat. Das würde ich für mich zum Beispiel in Anspruch nehmen. Mich hat an dem Buch am meisten interessiert, zu merken, wie der Heinrich Böll erst unterwegs ist, seine eigene Sprache zu finden. Nach 45 war es doch in der Tat so, dass die jungen, damals beginnenden Autoren noch keine Sprache hatten. Die Sprache vorher war einfach hoffnungslos diskreditiert. Und er hat, und das kann man an dem Roman sehr schön sehen, versucht, seine eigene Sprache überhaupt erst im Schreiben zu entwerfen. Ja. Natürlich nach amerikanischen Vorbildern, weil wo sollte damals ein junger Mann seine Vorbilder hernehmen, wenn nicht aus Amerika, aus den amerikanischen Kurzgeschichten. Sehr viel von Hemingway, das merkt man ja alles noch drinnen. Aber in dieser Frische und auch in der, ich sagte schon, Ungeschicklichkeit, ist es eigentlich doch sehr lesenswert. Aber das Buch wird heute retrospektiv im Lichte der anderen Böll-Bücher gesehen. Und da finden einfach enorme Überschätzungen statt, auch was Bölls kritische Haltung zum Katholizismus angeht. Dafür liefert das Buch nicht den Beweis. Da kommt ein Mann vor, der ein Erbschleicher ist, der ist zufällig Katholik und den stellt Böll etwas ungnädig dar, daraus eine kritische Haltung zu Katholizismus allgemein abzuleiten. Vor allem die Kühnheit des Kaplans, der eine Ehe segnet, die schon vorher bestanden hat. Also das wird als geradezu heroische Tat gewertet, dass da zwei Leute zusammen, dass der Kaplan sagt, zwar seid ihr vor der Kirche nicht Mann und Frau, aber ich mache euch heimlich zu Mann und Frau, obwohl ich das so nicht dürfte. Also da gleich zu sehen, das ist ein großer Partisan in der Kirche. Also kommt ich kann ein bisschen über die Mufflichkeit von Köln nicht sehr viel sagen, aber es scheint mir plausibel, dass Köln damals tatsächlich, jedenfalls was den offiziellen Katholizismus anlangt, so muffig war, es ein Skandalon gewesen wäre. Ja. Ich bin hier der Älteste in diesem Kreis und wenn ich über das Buch rede, muss ich ganz anders reden. Böll gehört zu meinem Leben. Ich habe in den 50er Jahren angefangen, Böll-Bücher zu lesen, habe die meisten rezensiert, oft zur Verärgerung von Heinrich Böll und ich habe das Buch natürlich sehr gerührt gelesen. Ich habe alles wiedererkannt, den ganzen Böll. Frau Löffler, Sie haben natürlich recht, es ist sehr unbeholfen geschrieben. Unter uns unbeholfen, ein bisschen unbeholfen sind alle Bücher von Böll. Aber er hat besser nachher, natürlich besser gekommen. Ja. Es ist etwas naiv, aber was mich an dem Buch reizt, und ich glaube, es ist gut, dass dieses Buch erschienen ist, ist das, was Sie kritisiert haben. Sie sagen, der Verlag hat zu Unrecht mit dem Begriff Urfaust gespielt. Nun, den Begriff hat in diesem Zusammenhang nicht der Verlag erfunden, den hat Jochen Hieber erfunden, der in der FAZ gesagt hat, das ist der Böllsche Urfaust. Bisschen vielleicht zu hoch gegriffen, trifft aber die Sache. Er hat dieses Manuskript, das zu Recht von Middelhaufe abgelehnt wurde, ja als eine Art Steinbruch aufgefasst. Der Böll hat aus einem Teilchen eine Geschichte gemacht, eine andere Sache hat er übernommen für den Roman und sagte kein einziges Wort, eine andere für an die Ansichten eines Clowns. Was ist das Interessante, dass bei Böll eigentlich alles schon hier in diesem unbeholfenen Roman drin war. Nicht nur die Probleme des Katholizismus, die natürlich dann viel subtiler und interessanter dargestellt werden. Nicht nur der unglückliche Heimkehrer, aber vor allem diese böllsche Idee, die ihm viele Leser eingebracht hat. Gegen die Boshaftigkeit der Welt wird ein liebendes Paar gestellt. Das war doch die böllsche Idee. Die Welt ist schlecht, die es zwei Menschen, einem jungen Mann und einer jungen Frau, nicht erlaubt, sich zu lieben. Das ist durchgehend die böllsche Idee und die ist schon hier da. Also das Buch war ein böllscher Steinbruch und als solcher
ich möchte nicht von einer Spekulation oder irgendwas Unredlichem reden. Aber im Falle dieses Buches bei dem Verlag, der es zu Recht, glaube ich, gemacht hat. Aber die Frage ist die, nun gut, dieses Buch ist erschienen, niemand wird sagen, es sei ganz überflüssig, man kann es mehr oder weniger freundlich beurteilen. Nein, aber Herr Reich-Ranitzky, wenn Sie sagen, mit Recht, da ist schon alles drin. Und das ist natürlich, stellt die verhängnisvolle Frage, zieht die verhängnisvolle Frage nach sich, ist das wirklich alles? Nein. Und es ist zu fürchten, dass das fast alles vieles, ist. Vieles. Naja, wir wollen es gleich, sind die zentralen, ich weiß, Themen. Worauf zentrale Motive und Themen. Also wenn Sie sagen, ein Liebespaar, ja, dann muss ich erwidern, es wird behauptet, dass das ein Liebespaar ist. Böll kann in diesem Roman zum Beispiel noch nicht schildern, was zwei Menschen zueinander führt, was zwei Menschen miteinander anstellen. Das ist doch, kommt ja, doch alles nicht. Ja, aber die sind so katholisch, die stellen doch nichts miteinander an. Ja, Augenblick mal. Also ich meine, so ist das wieder nicht. Bei Böll in dem Buch und sagte kein einziges Wort, beten die erst, bevor sie miteinander ins Bett gehen. Dann ja, die fragt, beten die nicht, Reihenfolge, aber sie gehen ist ja nicht gut ins Bett. Ja. Die Reihenfolge ist ja okay. Ja, lieber, so war Böll. Wir werden ihn heute nicht ändern. Ich stelle nur eine Frage. Gehen wir mal von diesem frühen Buch weg, das gerade erschienen ist. Was bedeutet uns Böll heute? Und worauf war eigentlich dieser Riesenerfolg basiert und ist das noch da, dieser Grund für den Böllschen Erfolg? Also ich denke, wir haben ein Wort gebraucht, unbeholfen und rührend. Und das sind ja beides auch Komplimente in einer Gesellschaft, die zu elegant und nie rührend war. Und Böll war so ein erratischer Block. Er war ein Stück Moral in dem unmoralischen Wiederaufbau. Nun ist Moral ein Wort, das man von hat sehr das den Erfolg zur Folge gehabt? Ich glaube ja. Die Leute zumindest haben die Popularität. Mit Sicherheit die Popularität. Ich denke, die Popularität beruht darauf und mit Recht. Ein notorisch es geht guter nur um Mensch. Die Moral. Es geht um den Zusammenhang zwischen Moral und Ästhetik. Also die moderne oder die Avantgarde-Kunst oder sagen wir die moderne Literaturtheorie geht ja davon aus, dass sich die Moral von der Ästhetik oder die Ästhetik von der Moral emanzipiert hat. Bei Böll sind die absolut noch gleichgesetzt. Moral und Ästhetik die Moral gehören ist etwas bei ihm höher bei ihm als die Ästhetik, wenn man es ganz kritisch sagen Ja, das eine zieht wollte. Das andere nach sich. Nein, aber es hat auch einen anderen Zusammenhang. Er verwendet zumal in diesem Roman wirklich Elemente des Heimatromans. Was Sie gerade gesagt haben, das Liebespaar gegen den Rest der Welt, das finden Sie wirklich in fast jedem Arztroman, der heute am Kiosk hängt. Herr Broder, Sie haben recht. Das hat Schiller mit Ferdinand und Luise auch gemacht. Ja, das machen die großen Dichter alle. Ja, aber Sie werden es viel später dafür anerkannt. Nicht? Das macht nein, nicht immer. Kabale und Liebe hat man gleich gemerkt, ist ein ganz gutes Stück. Nein, das ist nur schon eine Tradition der Weltliteratur, dass das liebende Paar, das ich nicht lieben darf, weil da die Familien zerstritten sind, der Romeo und die Julia, Sie erinnern sich. Auch ein großer Erfolg. Ja, die beiden werden gegen die böse Welt gestellt. Nur, aber mich interessiert ich möchte eine andere wirklich, Frage. Ich möchte wirklich darauf beharren zu sagen, dass Böll für den deutschen Nachkrieg als Institution, als Person viel wichtiger war als durch seine Bücher und sein Einfluss als politischer Schriftsteller für das Nachkriegsdeutschland ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Ja. Und ich würde für diesen Einfluss alles Respektlose, was ich über die Literatur gesagt habe, gerne wieder schlucken, denn er war ungeheuer wichtig. Ja, Herr Karasek, Sie haben vollkommen recht. Nur das Ding, das wir hier machen, heißt literarisches Quartett. Und mich interessiert die Frage nach der literarischen Qualität. Das habe ich nach der 20. Sendung langsam gelernt. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Essay über Böll geschrieben mit dem Titel Böll, der Moralist. Böll war wütend und sagte mir, das Wort habe ich nie vergessen, gute Gesinnung gibt es bei uns gratis. Dafür will ich nicht gelobt werden. Hatte schon recht, Böll. Ich frage mich, und die Antworten, die hier gegeben wurden, genügen mir alle nicht. Woher kommt der enorme Böllsche Erfolg? In Deutschland vor allem, aber auch in vielen anderen Ländern. Und ich habe einen Vorschlag. Hören Sie mal zu, ob der Vorschlag Ihnen zusagt, den ich habe. Böll hat in den Mittelpunkt vieler seiner frühen Bücher den Soldaten oder deutschen Soldaten der Wehrmacht oder den Heimkehrer gezeigt. Er hat Menschen gezeigt, die einfach sind, wenig denken und viel fühlen, die immer Opfer, Leidtragende der Geschichte sind und alle,
moralisch einwandfrei. Er hat dem deutschen Leser, zumal dem Leser männlichen Geschlechts, eine Identifikationsfigur geliefert. Was ist denn gesagt über diese Leute, die Helden, den Böllschen Helden? Wir alle waren arme Schweine, wir haben gelitten. Ja, arm, aber ehrlich, wir alle haben das gelitten. Das Grundmotiv. Und nun waren viele Soldaten, weiß Gott, arme Schweine, es waren andere große Schweine. Wer was war, konnte sich immer mit dem Böllschen Helden identifizieren. Er hat dem Leser einen entsühnenden Helden in den Angeboten. Und er hat was Zweites getan, er hat die deutsche Provinz literaturfähig gemacht. Er hat Provinz zur. Nein, das hat schon Thomas Mann mit Lübeck auch gemacht. Ist gut. Ja auch ganz gut. Ja, Lübeck ist auch Provinz. Mir scheint, das packt nicht den ganzen Heinrich Böll. Bedenken Sie doch bitte, zu welcher Altersradikalität der gefunden hat, zu welchem Anarchismus im Alter er gefunden hat und wie er besonders in den 70er Jahren, also nach 68, angefeindet worden ist. Er war einerseits eine moralische Instanz, gar kein Zweifel. Und er war sozusagen besonders fürs Ausland die Verkörperung des guten Deutschen. Ja. Aber er war gleichzeitig auch angefeindet wie kaum ein anderer Schriftsteller. Das heißt, er hat sehr wohl, besonders in Deutschland, wenn ich das richtig sehe, die Leserschaft und die Öffentlichkeit polarisiert. Und da ist dieser Heiligenschein, dieser leicht muffige katholische Heiligenschein des braven, guten Deutschen dann doch relativiert. Dadurch, weil er doch anarchisch war und weil er... Er war nicht anarchisch. Aber natürlich. Nein. Zur Anarchie hat er sich bekannt. Ja, er war nicht anarchisch. Entschuldigen, so ist er so ein freundlicher Kölner Kleinbürger. Der das bestimmte, war er nicht aber nur. Im Buch Kleinbürger steckt ja Anarchie, sobald er die Pantoffeln auszieht. Ja, aber die unausgelebte Anarchie steckt in ihm drin. Steckt also die unausgelebte Anarchie. Katharina Blum war damals ein Verdienst und auch eine Frage des Mutes. Nein, das Buch Katharina Blum hat seine Bedeutung bekommen durch die schwachsinnige Reaktion auf das Buch. Er hat das gar nicht intendiert. Ja, sowas müssen Sie mal zusammenbringen, ein Buch zu schreiben, das solche schwachsinnigen Reaktionen Aber er war selbst ganz überrascht davon, Frau Löffler. Es kam ihm gar nicht darauf an. Jeder Schriftsteller, dessen Buch zu einem großen Erfolg wird, sagt, ich bin überrascht. Ja. Alle sind sie überrascht. Wir träumen von dem Erfolg. Zu einem Anarchisten gehört nach meinem Selbstverständnis die Bereitschaft, Anarchist zu sein. Und die nach Ihrem Selbstverständnis? Ja. Sind Sie also ein Anarchist? Nein, ich bin kein Anarchist. Aber Sie behüte, nach meinem Selbstverständnis. Aber ein Anarchist will Anarchist sein. Aber einfach ein freundlicher Mensch, der selbst nicht verstanden hat. Herr Broder, reden wir noch einmal über die Katharina Blum. Nein, geht das nicht? Der Heinrich Böll hat zu einem Zeitpunkt die Bild-Zeitung angegriffen. Wo war damals Wallraff? Und damals war es wirklich noch riskant. Er war noch auf der Schule. Es war damals riskant, die Katharina Blum zu schreiben also, und sich Man spricht höchst ungern von eigenen Taten. Jetzt muss ich es aber machen. Ganz so schwer war es nicht. Die Katharina Blum war die erste Fiktion, die der Spiegel in Fortsetzung abdruckte, mit Karikaturen, die sehr Springer-ähnlich waren, was uns der Springer Verlag, der uns damals gedruckt hat, als Druckhaus, sehr verübelt hat. Also Böll war nicht allein. Er hatte den Spiegel mit einem Vorabdruck auf seiner Seite. Und das war schon ein ganz guter, also da konnte man schon sagen, dass der Roman ist in der Zeit erschienen. Vergessen Sie nicht, wo sich der Erfolg von Willy Brandt abzuzeichnen begann. Es gab eine breite Strömung für Böll. Und er war nicht etwa der Rufer in der Wüste gegen die Karasek. Er war in einer Weise angefeindet worden wie damals kaum ein anderer. Ja. Eben. Und Augenblick mal. Das Thema. Ein Mensch wird fertig gemacht von der Bild-Zeitung oder und ähnlichen Boulevardzeitungen. Das Thema lag auf der Straße. Nur, keiner hat es aufgegriffen. Einer hat es aufgegriffen. Böll. Das wollen wir mal nicht vergessen. Wir wollen ihn nicht so verharmlosen. Ich weiß Fakten. Ich hätte nicht gedruckt, wenn ich das für harmlos gehalten hätte. Das war ein wichtiges Buch. Nur er war nicht so allein. Unter den deutschen Erzählern war er der Einzige, der damals 1974 ein derartiges Thema aufgegriffen und sehr anschaulich gezeigt hat in der Katharina Blum. Das wollen wir nicht vergessen. Wir können sagen, heute ist es passé und vorbei. Damals
war er war nicht der Einzige. Es war, er war damals im Verband mit der ganzen Gruppe 47. Nur alle, die Demonstration gegen die Bild-Zeitung, unterstützt von der gesamten deutschen Literaturlinken, hatten stattgefunden. Ja, also es ist so sehr richtig. Gut. Nochmal erinnere ich Sie daran, dass dieses Ding heißt das literarische Quartett. Die haben es in Artikeln und nicht in Erzählungen gemacht. Literarisch war Böll damals der am meisten entschiedene. Ja, er hat als einziger damals diese Themen so aufgegriffen und tatsächlich auch episch formuliert. Das wollen wir anerkennen. Ich glaube auch noch etwas. Dass eine Figur wie er heute fehlt. Natürlich. Gerade angesichts der Bundestagsdebatte, die gerade vorhin war. Ich würde mir wünschen, es gäbe heute so einen Autor. Und vergessen wir nicht noch etwas. Ich glaube, ich weiß nicht, ob in 10 Jahren irgendjemand einen Roman von Böll in die Hand nehmen wird. Aber, und das ist nicht unsere Frage. Das in den Schulbüchern wird er abgedruckt sein. Nein, es gibt eine andere Frage. Es gibt keinen anderen deutschen Autor, der gewisse Erscheinungen des Nachkriegslebens so grandios, episch formuliert hat, wie beispielsweise Böll, das Kulturleben in diesem Land, in der Satire Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. Er hat in den frühen Geschichten, Wanderer kommst du nach Sma, der Mann mit den Messern, Parabeln geschaffen, die die Situation des durchschnittlichen Deutschen zeigte. Und daher der Erfolg. Alle haben sich wiedererkannt bei ihm und haben sich veredelt wiedererkannt. Denn er hat ja seine Helden immer von jeglicher konkreten Schuld freigesprochen. Und daher war es so sehr bequem, sich mit ihm zu identifizieren. Freunde, ein anderes Buch, Peter Schneider, Paarungen. Geht es auch um Liebe? Herr Karas. Dies ist ein glänzendes Buch, möchte ich vorweg sagen. Ein Buch über Berlin unter der Käseglocke, noch durch die Mauer geteilt. Dies ist ein Buch über das Ende der 68er. Dies ist ein Buch über die Unmöglichkeit, Beziehungen heutzutage auf anständige und vernünftige Weise aufrechtzuerhalten. Dies ist ein Buch, wie werden die Deutschen mit ihrer Vergangenheit fertig. Das klingt alles sehr wuchtig und es ist trotzdem ein elegantes, geschliffenes, geistreiches Buch. Ein Roman. Ein Roman. Entschuldigen Sie, Herr Karasek, von welchem Buch haben Sie geredet? Peter Schneider. Ah ja. Sie haben es nicht wiedererkannt. Aber Frau Löffler, warum haben Sie es nicht wiedererkannt? Ja, ich fand dieses Buch ganz unglaublich muffig, um Ihr Wort aufzunehmen. Um Gottes Willen. Es sind Willen. Grässliche Spießer. Mag ja sein, dass die 68er zum Teil solche Spießer geworden sind. Ich fand sie wirklich geradezu erbärmlich. Mir ist das Buch auch viel zu privatistisch. Ich kann mich einfach für diese drei mittelalterlichen Männer, die sich da gegenseitig anweinen über ihre missglückenden Beziehungen, für die kann ich mich wirklich nicht 300 Seiten lang interessieren. Was heißt das privatistisch? Es geht um Privaterlebnisse von Menschen. Ja, das war aber mal eine Generation, wenn ich das richtig gehört habe, die irgendwann mal politisch interessiert war. Ja, ist denn, Frau Löffler, wollten Sie sich Ihre Helden aufrechterhalten? Nein, nehmen Sie es Herrn Schneider übel, dass er eine Satire schreibt, wohin die 68er gelandet sind. Da ist zum Beispiel aus für einem eine ein Genforscher. Ist mir dieses Buch viel zu sentimental. Nein, nein, es ist nicht sentimental. Also Augenblick mal. Privatistisch, sentimental, muffig, alles in allem schlecht. Herr Brode, nein, Sie? Alles in allem gut. Gerade deswegen, weil Sie an dem Buch schlecht finden, deswegen ist das Buch gut. Ja, wenn Sie privatistisch sagen, haben Sie natürlich vollkommen recht. Nur, dieses Buch beschreibt eine Generation anhand dreier Gestalten, eine Zeit, wo das Private, das war damals die Parole, politisch war und das Politische war privat. Jede Wohngemeinschaft, die die Türen zum Klo aushängte, befolgte damit ein Gebot der Transparenz, wie Sie, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern. Was Schneider schafft, ist ein Unterhaltungsroman, der sehr anschaulich, sehr witzig und ich finde auch sehr unverkrampft dieses Missverständnis der Generation schildert, die so grandios und völlig zu Recht gescheitert ist. Es waren Schwätzer, Angeber, Wichtigtuer, die ihre privaten Probleme völlig überstilisiert. Herr Broder, eine Frage. Ich bin ein ungebildeter Mensch. Was ist das glauben Sie doch selber nicht. Was ist ein Unterhaltungsroman? Das ist ein Buch, das nicht langweilig ist. Ja, ganz einfach. Aber Sie, auf dieser Definition wollten Sie doch gleich selbst hinaus. Nein, aber es war eine rhetorische Frage. Aber wieso ist das ein Unterhaltungsroman? Der Werther auch ein Unterhaltungsroman? Ja, erstens ist ein Unterhaltungsroman, weil Peter Schneider selbst sagt, es ist ein Unterhaltungsroman. Zweitens gibt es einen sehr unterhaltsam. Ja, zweitens ist es sehr unterhaltsam. Und drittens ein untrüglicher Maßstab dafür ist, dass man beim Blättern nicht zählt, wie viele Seiten man schon gelesen hat. Also das ist Böll gut, dass das ein Unterhaltungsroman ist. Ein positiver Begriff. Absolut positiv. Finden Sie es negativ? Nein.
Ich finde nur was Sie sagen anderes. Das so zögerlich. Darf ich noch was sagen, weil Frau Löffler sagt wehleidig. Da gibt es eine wirklich hinreißende Szene. Derjenige, der 68 protestiert hat, erlebt jetzt selbst den Protest der Studenten gegen Tierversuche. Er ist ein Genforscher. Und die Maus, die ihn den Nobelpreis vielleicht sie rennt davon. Die haben sie ihm freigelassen. Und er kriecht auf dem Boden seinem Nobelpreis und hat auf einmal kein Verständnis mehr, warum er früher protestiert hat. Ich muss ehrlich sagen, einen besseren Schlüssel für das traurige Schicksal der 68er habe ich nirgends gelesen. Ja, es gibt wunderbare Bilder und Metaphern in diesem Roman. An einer Stelle schreibt er zum Beispiel, aus den Utopien sind heimliche Dienstfahrten zu zweit geworden. Ja, wunderbar. Genau das ist es. Das ist die Generation, die sich zum einen Teil als die Toskana-Fraktion jetzt verfestigt hat. Ja. Und zum anderen, die darauf spekuliert, auf welcher neu eröffneten Universität im Osten es noch einen Professorenjob gibt, der noch nicht besetzt ist. Und genau dieses Milieu trifft Peter trifft Schneider. Trifft er ganz, ja, genau. Ganz genau. Und er schont sich selber dabei nicht. Das ist ein wunderbarer Erzähler, weil er auch ausbreitet, wie Beziehungen ausgehen. Man hat ja gedacht, und er macht sich auf einmal klar, man hat gedacht, jetzt kommt die neue Freiheit in den Beziehungen, jetzt wird alles neu. Und das landet in einem noch fürchterlichen Chaos als vorher. Und es ist wirklich ein Buch, wo man bis auf das letzte Kapitel, da habe ich Warschau, Warschau, das wirkt so angeklebt. Schluss nibbelt so ab, ja, also, verläuft. Aber Freunde, die Sache ist so einfach wieder nicht. Ich finde, das ist ein sehr gutes Buch, ein Roman ist es überhaupt nicht. Dieser Peter Was ist ein Roman? Ein Roman ist ein erzählendes Werk im Umfang von über 200 Seiten. Die Definition stammt nicht von mir, sondern von Forster aus den 20er Jahren. Ich werde gleich sagen, was mich an dem Buch ein klein wenig stört und warum ich das Buch fabelhaft finde. Dies ist das Buch eines hochintelligenten Menschen, einer der intelligentesten seiner Generation, ein fabelhafter Essayist, das wissen wir. Er hat ja essayistische Bücher im Laufe der Jahre oft publiziert und ein origineller Denker. Er hat einen Roman geschrieben, in dem es drei männliche Figuren gibt. Das ist alles Mumpitz. Es gibt den Komponisten André, den Poeten Theo und den Biologen Eduard. Eduard ist eindeutig die Hauptfigur. Klar, ja. Eduard ist das Selbstporträt von Peter Schneider, sieht ein Blinder, hört ein Tauber, das ist doch ganz klar. Ja. Ja, das ist das Selbstporträt. Nur, jetzt unter uns, ich kann die drei Leute, wiewohl sie verschiedene Berufe haben, kaum unterscheiden. Die sprechen alle dieselbe Sprache. Das hatte ich von Ihnen schon über Jurek Becker gehört. Ja, das wiederholt sich. Da war er angebracht, hier ist er es nicht. Nein. Denn die drei haben ein ganz verschiedenes Milieu. Dieses Milieu wird sehr fein unterschieden. Der eine sprechen dieselbe die Sprache. Ist dieselbe, das Die Sprache stimmt. Ist dieselbe. Ist ja aber kein Unmut. Nein, das kommt daher, weil einfach Peter Schneider eine sehr kreative Persönlichkeit ist. Diese drei Personen, das ist er. Natürlich. In drei aufgeschlagen. Also nicht nur Eduard, ist lieber, er alle drei sind lieber er. Ich bin heute so klassisch veranlagt. Wenn die Figuren in einem Drama, wenn Schiller sich selber zeigt als Wurm, als Hofmarschall und als Ferdinand. Sagen Sie, und Sie kommen heute nur mit Schiller. Na, ich kann mit Kleist kommen, läuft auf selbe hinaus. Also, kehren wir zurück zu dem Schneider. Der Unterschied, ich möchte doch einen Punkt noch beharken und darauf dabei bleiben. Ja. Bei Jurek Becker haben Sie mit einem gewissen Recht eingewandt, dass ein Roman, der in drei Erzählpartikel aufgeteilt wird, aus drei Perspektiven erzählt wird, dass es da ein gewisser Schönheitsfehler sein kann, wenn alle drei gleich sind. Hier ist eine eindeutige Hauptperson, aus deren Perspektive auch das Verhältnis zu seinen Freunden erzählt wird. Also ist es doch nicht schlimm, dass der Roman über eine Sprache verfügt. Es ist zwecklos, dass wir drei Figuren haben, von denen mich, erlauben Sie mir doch, wir leben doch in einem freien Land, eine Figur überzeugt, und zwar tief überzeugt. Ja, das ist der Eduard-Roman. Schluss. Ja, Eduard. Gut, die anderen beiden Figuren sind falsch konzipiert, schlecht, das kann er nicht. Er ist kein Romancier. Es dominieren in diesem Roman Reflexionen. So blöde war das nicht, was irgendjemand geschrieben hat, so von Weitem, so ein bisschen Robert Musil. So ganz falsch ich ist das nicht. Ich traue mich nicht mehr Robert Musil, weil ich das mal zu Lenins Hirn gesagt habe. Ja gut, aber schön, in Zeit diesem Fall ist Musil bei mir ausgeschlossen, aber es stimmt schon, reflektierende Romane sind erlaubt. Intelligente Reflexion. Jetzt ist ein Unterschied hier. Ihr sprecht, und völlig zu Recht,
von der großen Abrechnung der 68er-Generation. Ein zeitkritisches politisches Buch. Und die Abrechnung zeigt ja das Übliche. Aus den Revolutionären sind mehr oder weniger Bürger, Spießer, wenn nicht gar Spießbürger geworden. Ich sehe hier noch etwas. Mich interessieren in diesem Roman interessiert ein Problem. Die Beziehung, und die ist fabelhaft zum gezeigt, Bruder. Eduard, nein, nicht zum Bruder, zu seiner Freundin Clara. Das ist das Hochinteressante. Ihr vergesst eins, dass im Mittelpunkt des Romans doch wohl nicht 68 steht, sondern ein bare Sexualproblematik. Ja, aber eine Sexualproblematik, die aus den 68er Jahren erwachsen ist. Ja. Und es bleibt dabei, dass ich sage, die Freunde sind deshalb wichtig, weil die Bruderbeziehung, und da haben wir Peter Schneider natürlich auch in der Realität, mit Michael, eine große Rolle spielt, und zwar kommt auf einmal, und das fand ich ein hochinteressantes literarisches Experiment, wenn ein Autor auf einmal vermuten muss, dass sein Vater ein Nazi-Verbrecher war. Und wie er dann auf einmal seine eigene Biografie zu korrigieren beginnt und wie er sich dann ertappt, habe ich das vielleicht... Ja, das ist eines. Das sind alles Motive. Schöne Motive. Aber die Motive waren schon da. Es gibt etwas, was nicht da war. Was hier in den Reflexionen gesagt wird über die Sexualbeziehung des Eduard zu dieser Clara. Die Überlegungen des Eduard über die Reaktionen seines Körpers und die Ursachen dieser Reaktion. Das sind hochinteressante, bravouröse Darlegungen, die ich auf dieser Ebene, in dieser Art, in deutschen Romanen, in den letzten Jahren jedenfalls nie gelesen habe. Ich glaube, jetzt müssen wir das ein bisschen niedriger hängen. Nein, ich will das nicht. Ich hänge ja nicht den Roman hoch, sondern bestimmte Teile. Und diese sind hochinteressant. Der Vergleich mit Jurek Becker, bitte. Nun tun Sie Peter Schneider kein Unrecht. Nein, ich habe doch das Buch nicht verglichen. Außerdem könnte man das. Ich habe nur gesagt, dass ich ständig den Vorwurf höre, dass drei Leute gleich sind. Nur ich habe mit Vergleichen ja kein Glück. Also, aber ich stimme sofort zu, dass das ein Beitrag ist zur linken Melancholie. Unter der Voraussetzung, dass man linke Melancholie so versteht, wie ich sie jedenfalls verstehe, als ein Beitrag zur selbstverschuldeten politischen Unmündigkeit oder politischen Ohnmacht dieser 68er. Ich möchte aber doch einmal hinweisen auf die Frauenfiguren, die in diesem Roman vorkommen. Die halte ich nun für extrem unglaubwürdig und die halte ich auch für extrem, sagen wir mal, aus einer männlichen Warte her gesehen. Ja. Daher nur absolut schattenhaft Clara gesehen. Auch schlecht. Ich halte diese Frauen für weitgehend unglaubwürdig. Und ich glaube nicht, dass man aus dieser sehr männlichen Warte heraus überhaupt wie können wir das widerlegen? Augenblick mal, nein, Sie haben doch vollkommen recht. Das Buch ist aus männlicher Perspektive geschrieben. Warum soll er denn anders vielleicht schreiben? Ist es für Damen als Lektüre nicht so interessant, obwohl die Damen mal erfahren sollten, wie es auf dem anderen Ufer ausschaut. Liebe, so ist das wieder nicht. Ich finde, es ist hochinteressant, aber Sie haben recht, aus männlicher Perspektive geschrieben. Deswegen ist der Eduard viel interessanter als die Clara, obwohl die Beziehung Eduard, Clara, Eduard schon sehr gut gezeigt sind. Das Buch hat einen Vorzug, der mich besticht. Ich bin bestechlich, ich gebe zu. Es ist so intelligent. Es ist der Schluss, natürlich, die Warschau-Kapitel, eine Katastrophe. Gott weiß, wozu er in Warschau... Warum hat er das angehängt? Völlig überflüssig. Aber ich möchte zu Frau Löffler doch noch einen Satz sagen. Frau Löffler, viele Romane haben die Eigenart, dass sie im Kopf des Helden vorwiegend spielen. Dass die anderen Menschen nur so deutlich werden, wie sie dem Helden deutlich werden. Ich finde, das Porträt... das von Clara im Kopf von Eduard entsteht und auch von den beiden anderen Frauen, sowohl rührend, wie komisch, wie ergreifend, wie sehr kritisch. Es ist wunderbar, wie ein Mann schildert, seine große Liebe ist am Ende, ist er mit einer anderen, mit dem Kind zusammen. Weil er sein Leben nicht leiten kann und nicht ordnen kann. Gott sei Dank haben wir ja heute noch ein Buch, das dann eigentlich meine Argumentation stützen wird. Und das ist der Abdeik, der auch aus absolut männlicher Perspektive erzählt wird. Und wo die Frauenfiguren eine ganz andere Dominanz und eine ganz andere Eigenständigkeit und Authentizität bekommen. Wir kommen gleich zum Abdeik. Ich glaube schon, dass Sie vollkommen recht haben, was Sie über den Abdeik gesagt haben. Nur bitte.
Ich hab's nicht gern, wenn man ein Autor und ein Buch totschlägt mit einem noch besseren Autor. Ja, Updeik, der weltberühmte Updeik, ist ein fabelhafter Schriftsteller, ich liebe ihn. Aber wir wollen nicht vergessen, dass Bücher dieser Art wie Paarungen von Peter Schneider selten geworden sind in unserer Literatur. Und jemand hat gesagt, aber Herr Broder, er hat sich gar nicht gelangweilt, er hat gar nicht die Seiten gezählt. Oh Gott, wie langweilig. Ich weiß, das ist ja das Schrecklichste in meinem Beruf. Ich weiß auch nicht, was Frau Löffler mit linker Melancholie beschreibt. Das Buch hat streckenweise dokumentarische Züge und es beschreibt nicht eine linke Melancholie, es beschreibt ein linkes Missverständnis, das in den 60er, 70er Jahren geherrscht hat. Ein Missverständnis, von dem sich Peter Schneider selbst erst spät, wenn auch nicht zu spät, gelöst hat. Ich finde das äußerst beachtlich. Er hat ja eine gewisse maoistische Vergangenheit auch hinter sich, zu der er steht, was ich sehr beachtlich finde. Er bereut es nicht, aber er nimmt heute Positionen ein, die er vor 10, 20 Jahren bekämpft hätte. Er ist einer der wenigen in diesem deutschen Kulturbetrieb, die zu ihrer Biografie stehen, ohne an dieser Biografie zu kleben. Das ist ein enormer Verdienst. Und wenn vorhin von den menschlichen Tugenden von Heinrich Böll die Rede war, die vermutlich auch ein bisschen überschätzt werden, weil das Tugendhafte war bei ihm das Gemütliche, da muss man sagen, dass Schneider in dieser Kulturliteraturlandschaft eine ziemlich einzigartige Figur ist. Auch unabhängig von seinem Oeuvre. Ich möchte auch noch gegen ein deutsches Vorurteil ankämpfen, wenn ein Buch intelligent ist, dann sagt man, vielleicht ist es eher essayistisch, aber Literatur ist es nicht. Essays sind Literatur. Nein, aber intelligente Autoren haben es in Deutschland sehr schwer. Man sagt, ach, der kann seine Person nicht erfüllen. Wie gut finde ich es, dass Schneider in der Lage ist, seine Figuren zu analysieren. Er kann von sich nicht abstrahieren. Augenblick mal, was haben Sie hier gesagt? Intelligente Autoren haben es in Deutschland schwer? Ja. Ach, ich habe bisher Goethe und Thomas Mann und Heine und Brecht für hochintelligente Menschen gehabt. Ach komm, immer alles, was 100 Jahre her ist, das hilft doch nicht mehr. Wissen Sie, das hilft die Bücher von Max Frisch sind schon auch sehr intelligent und dennoch gut. Nein, ich werde mir nicht einreden lassen, dass die Intelligenz ein störender Faktor ist. Also ich würde nicht sagen, dass Max Frischs Literatur vor allen Dingen durch ihre Intelligenz gekennzeichnet. Unter anderem. Gut, ich glaube, wir haben den Fall Peter Schneider nicht geklärt. Es bleibt offen und es mag offen bleiben. John Updeik. Wir machen aber den Vorhang noch nicht. Nein, noch nicht. Aber John Updeik, der heute den Nobelpreis nicht bekommen hat, trotzdem ein Weltmeister ist, denke ich. Rabbit. Er hat eine Figur erfunden, Rabbit, im Jahre 1960. Er hat sie alle 10 Jahre neu wieder in den Mittelpunkt eines Romans gerückt. Es ist eine Tetralogie daraus geworden, der 4. und letzte Band, wahrscheinlich letzte, denn die Figur stirbt am Ende, liegt jetzt vor, Rabbit in Ruhe. Rabbit, muss man sagen, ist so eine Art amerikanischer Jedermann. Ein kleiner Mann, ein nicht sehr bedeutender Mann. Rabbit ist sein Spitzname, den er in der Schule bekommen hat, wo er als Basketballer einen frühen Star-Ruhm genossen hat, der nachher in seinem Leben nicht mehr eingelöst wurde. Ein Kaninchen hat, oder ein Hase hat 3 Qualitäten in erster Linie. Ist er einmal ein Hasenherz, so hieß auch der erste Roman, also jemand, ein Angsthase, jemand, der davonläuft. Ein Hase schlägt Haken auf der Flucht. Er flüchtet aus jeder Krise, auch das ist ein Kennzeichen dieses Helden. Und das Dritte, was ihn auch noch mit dem Kaninchen verbindet, ist sozusagen eine rammelnde Sexualität. Alle 3 Züge hat dieser Rabbit sein Leben lang gehabt. Wir haben ihn immer kennengelernt am Ende eines Jahrzehnts, immer wieder am Ende einer Epoche. Er ist gealtert eigentlich auch mit seinem Autor. Er ist ein vom selben Geburtsjahr wie sein Autor. Und er ist auch für den Autor so eine Art Seismograf für eine bestimmte amerikanische Befindlichkeit. Er ist im Laufe der Zeit immer behäbiger geworden. Jetzt ist er dick. Er ist schon halb zurückgezogen. Er hat seinen Autohandel, er ist Autohändler in Pennsylvania gewesen, seinem Sohn übergeben, ist nach Florida, jedenfalls das halbe Jahr in die Pension gezogen. Wir sehen ihn dort. Er muss wieder ein kurz zurück nach Pennsylvania, weil sein Sohn rauschgiftsüchtig geworden ist und die Firma des Vaters, die Firma der Eltern ruiniert hat. Da muss er noch einmal einspringen, kehrt zurück nach Florida und stirbt an seinem zweiten
Herzinfarkt. Das ist sozusagen die äußere Handlung. Das ist nicht, was den Roman auszeichnet, aber das, was ihn einfach brillant macht und was keiner dem John Updike nachmachen kann, ist die reiche Instrumentierung des Alltagslebens, der Stimmung, der Zeitstimmung der späten 80er Jahre in Amerika, Reagan-Jahre und Bush-Jahre beginnend. Wobei das gleiche Buch hätte auch in Deutschland und in Europa geschrieben werden können. Ja, so dann wäre es von Martin Walser. Ja. Alles, was Vorsicht, Martin Walser schiebt dir ins Unglück, wenn ihr einen Vergleich machen wollt. Nur lassen wir mal. Vielleicht bekommt er einen Gedanken, vielleicht wird er angeregt. Alles, was diesen Plot ausmacht, findet ja auch hier statt. Das Herrliche an diesem Buch ist, dass er sämtliche stillen Gedanken, die man selber hat, wenn man durch eine Landschaft fährt, visualisiert. Wenn Sie abends durch eine Stadt gehen, Frau Löffler, Sie werden sich wahrscheinlich auch fragen, was passiert hinter all diesen Fenstern? Da ist ein Mord und da ist eine Vergewaltigung. Denke ich mir selten. Und da hofft, ich denke das ständig. Sie denken das nicht? Wirklich Nein. nicht? Das ist das einzig Spannende. Und Updike beschreibt eben das, was wir uns kaum zu denken trauen. Eben was hinter diesen Fenstern passiert, auf eine eindeutige Weise, auf eine brutale Weise. Und was dabei das Tollste ist, wir lernen ein Stück Amerika kennen, wie es wirklich existiert. Das ist keine Fiktion. Ist das der Vorzug des Romans? Der Vorzug ist noch ein weiterer. Ich glaube, die Hauptfigur, die von Frau Löffler ja sehr schön beschrieben worden ist, er heißt auch Rabbit, weil das ein Echo auf Babbitt ist. Mhm. Das ist eine Fortsetzung der Babbitt-Figur und es ist der amerikanische Jedermann. Mhm. Und es zeigt an dieser Hauptfigur, und das ist Updikes großes Kunststück, wie es Amerika im Moment gerade geht. Mhm. Wie die wirkliche Grundbefindlichkeit dieses Landes. Und hier stirbt Rabbit, und es geht dem Land sehr schlecht. Die Beziehungen zur Frau sind kaputt. Florida ist kaputt gebaut. Die Natur gibt es nicht mehr. Der Sohn ist rauschgiftsüchtig. Die Familienbande lösen sich so grotesk auf, dass der Schwiegervater mit seiner Schwiegertochter schläft und sie ihn dafür denunziert. Einmal und den Gummi, das zählt nur halb. Ja, das zählt nicht. Ja. Gut, aber wie gesagt, ich habe am Schluss des Romans gedacht, Sie sind schon können einen aus der Fassung bringen. Ja, Herr Karasek. Man lernt ja hier richtige Lebensweisheiten. Das steht alles im Roman. Verzeihung. Darf ich meinen Satz zu Ende bringen? Ich wollte Ihnen erklären, was er gesagt hat. Nein. Es ist ein großer Unterschied, ob man sagt, wie Sie gesagt haben, so steht es im Klappentext, er schläft mit seiner Schwiegertochter. Uno. Tatsache ist, er liegt im Bett, sie geht einmal rein gegen seinen Willen, halb gegen seinen Willen und nie wieder. Also, damit Sie mir nicht den Klappentext unterstellen, sie denunziert ihn später dafür, damit er nicht in die Familie einzieht. Und macht eine große. Ja, das Weib ist charakterlos. Sie mag ihn den ganzen Roman hindurch und sie hat einen Mann, der ein Versager ist und sie kokettiert die ganze Zeit mit ihrem Schwiegervater, jedenfalls in seinem Kopf, denn der Roman spielt vorwiegend in den meisten Kapiteln in seinem Hirn. Ja. Gut, jetzt will ich aber sagen, was ich als Hoffnung aus dem Schluss, ich war erschrocken, dass Rabbit stirbt. Nun ist diese Tetralogie leider zu Ende. Aber das ist das Tolle an dem Roman. Ich finde übrigens, dass es tut mir leid, Frau Löffler, dass die männlichen Figuren viel plastischer und viel interessanter. Was ist das Tolle? Der Sohn könnte die nächsten Romane von Updike beherrschen. Ja. Figur könnte sich zu einem neuen, noch kläger... Ja, aber was sein könnte, würde ich weglassen. Nun diskutieren wir nicht über den fünften Band, den er wahrscheinlich doch nicht schreibt. Herr Reich-Ranitzky, gute Romane zeichnen sich darauf aus, dass sie im Kopf des Lesers weitergehen, dass sie sozusagen noch einen Nachklang erzeugen. Die Schwiegertochter, warum nicht die Schwiegertochter? Entschuldigen Sie, ich muss Ihnen aber da wirklich widersprechen. Es ist richtig, dass dieser Rabbit eine sehr beschädigte Figur ist und sein Sohn ist noch beschädigter. Insofern ist es tatsächlich ein Epochenschnitt. Es ist ja auch ganz interessant, dass die japanischen Autos da und auch die japanische Industrie immer mehr reinkommt. Amerika, der Boden schwankt. Ja? Es ist unterhöhlt. Sie sind sozusagen faule, genießerische Hedonisten geworden, aber auf einem unglaublichen Junk-Niveau. Sie sind ja überhaupt nicht verfeinert. Sie sind reich, sie verschleudern aber ihren Reichtum an andere Nationen, die disziplinierter sind und sie bereits übernommen haben. Also insofern ist der Rabbit tatsächlich eine Epochenfigur. Aber das Interessante, worauf ich eigentlich raus will, sind die Frauen. Es gibt da die Ehefrau,
Und selbst, es gibt die Schwiegertochter. Die Schwiegertochter. Und es gibt die Freundinnen, die er besucht. Die das eine Freundin, die stirbt, ist eine aber sehr wichtige aber die, Figur. Die Frauen werden unglaublich plastisch. Die Ehefrau ist erstens einmal viel besser im Schuss als er. Lässt sie viel weniger gehen. Das ist meistens der Fall. Ja, Frauen aber entschuldigen Sie, ich will doch eigentlich nur darauf hinaus, dass die Frauen dort eigentlich eher die positiven Figuren sind. Frau Löffler, sie sind tüchtiger. Ich bin gern bereit, hinzuzugeben, die Frauen sind genauso gut literarisch geschildert wie die Männer. Es lohnt sich nicht. Nein, die Frauen sind in diesem Roman die Stärkeren und sie sind wahrscheinlich die den Laden überhaupt noch zusammenhalten können, während die Männer entweder sich überfressen und am Herzinfarkt oder am Rauschgift zugrunde gehen. Mich interessiert an dem Roman etwas ganz Ungewöhnliches. Nebenher ist gar nicht eine zentrale Frage. Ich habe immer Angst vor Romanen, in deren Mittelpunkt Dummköpfe stehen. Hier steht ein Dummkopf, ein bornierter kleiner Mann im Mittelpunkt und der Roman ist hervorragend. Das hat Updike geschafft, dass er trotz der intellektuellen Minderwertigkeit dieses Armstrong, dieses Rabbit, einen so interessanten Roman geschrieben hat. Nur der Roman, es ist ja so, wir lesen Bücher anders. Aber mit dem Dummkopf, das ist so... Ja, ein primitiver Mann. Nein, das stimmt, Moment, das stimmt doch überhaupt nicht. Der Mann ist dann, will ich Ihnen sagen, den Roman wird kaum ein Leser lesen, ohne sich nicht selber wiederzuerkennen in der Figur. Herr Broder hat das ja schon geschildert. Ja, aber warum? Warum? Nicht weil man dieselben Gedanken hat wie Rabbit. Das kann doch kein Dummkopf sein. Das ist ja nur unser aller Gedanken. Herr Reichranitzky, da ist überhaupt kein Dummkopf. Das sind ja derartige Nuggets an kleiner Weltweisheit und Sentenzen von solcher Klugheit darin. Beispielsweise, erinnern Sie sich an den einen Satz, wo gesagt wird, was ist Amerika eigentlich? Es wird zusammengehalten von Kreditkarten und seinen indianischen Eigennamen. Also bitte, das möchte ich mal sehen. Also so genial ist der. Das also machen unsere Feuilletonisten zweimal wöchentlich. Also ich würde sagen, für einen pensionierten Autohändler in Florida ist das ein hochintelligenter Satz. Der Spiegel erscheint aber leider nur einmal in der Woche. Ja. Rabbit ist auch nicht beschädigt, wie Sie sagten, Frau Löffler, er ist vollkommen normal. Er ist so normal, wie die meisten Menschen normal sind. So beschädigt wie die meisten Menschen. Das macht schon einen Unterschied. Also eine Perspektive, ob Sie jemanden als beschädigt oder als normal bezeichnen. Als beschädigt ist er sozusagen marginalisiert. Als normal ist er der Vertreter der Mehrheit. Und er ist eben vollkommen normal. Ja, er ist vollkommen normal. Das, was er erlebt in dem ganzen Familienchaos mit dem Dreck, aber entschuldigen bis auf die Affäre mit der Schwiegertochter vielleicht. Herr Broder, das ist doch das Paradoxon dieses Romans, dass die Beschädigung als der Normalzustand beschrieben wird. Ja, ist alles richtig. Ja, also aber mich interessiert hier eine Frage, die ich mir selber stelle. Sie haben gesagt, man lernt aus diesem Roman das Amerika von heute kennen. Mich interessiert das überhaupt nicht. Ich will gar nicht wissen, wie Amerika so aussieht. Das will ich gar nicht wissen. Also ich würde sagen... Na, lassen Sie mich mal ausreden. Das lernt man kennen. Mich interessiert das nicht. Warum wollen Sie es nicht wissen? Ach, was muss ich alles wissen? Es gibt unendlich viele Dinge. Deutschland sieht sehr ähnlich aus. Dann können Sie sich trösten. So etwas wie Florida gibt es in Europa noch nicht. Ihr spricht immer von dem zeitkritischen, dem politischen, der Hintergrund der Entwicklung. Die Entwicklung Amerikas wird als Hintergrund für diesen Mann gezeigt. Der Mann interessiert mich als Typ. So ein kleiner Autohändler mit seinen Ambitionen. So abscheu interessiert mich überhaupt. Das will ich nicht wissen. Und ich lese den Roman mit größtem Interesse. Warum? Das muss doch einen Grund haben. Ich versuche es mit zwei, drei Sätzen zu erklären. Euch interessiert das Politische, das Zeitkritische. Nein. Mich überhaupt nicht. Mich interessiert eine das ganz unterstellen andere. Sie uns. Mich interessiert an dem Roman das Hauptmotiv, das bei Updike vom, wie bei Böll, die Seinigen, von den frühesten Geschichten durchgezogen wird durch alle Romane. Diesen Updike interessiert ein Thema. Die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens. Und er hat sie fabelhaft das Thema im vorangegangenen Band Bessere Verhältnisse, vorangegangene Band der Tetralogie, gezeigt. Hier ist die Sache mit der ungeheuren Todesangst von, und das ist kein amerikanisches Problem. Ja, aber Entschuldigung, Herr Reichranitzky, wenn Sie so sagen, die Vergänglichkeit, das ist ein so großes Banner, dann kann man alles...
dieses Banner wird doch erst konkret, wenn es ein Amerikaner in die Hand nimmt und ich alle Details erfahre. Deshalb, ich würde doch einen Roman nicht lesen, wo die Landkarte von Florida genau beschrieben ist, wo jede Siedlungsform, jedes Schwimmbad, jeder Golfclub in Pennsylvania, jede Vorstadt, jedes Verkommen einer Vorstadt, wie Bäume gepflanzt werden, Herr wie sich Karasek, Restaurants verändern. Darf ich Ihnen simpel antworten? Die Todesangst des Rabbit ist nicht die Todesangst eines Amerikaners, sondern eines Menschen. Nein, sie wird ja nicht. Natürlich, Amerikaner sind auch Menschen, ja, wenn ich Sie darauf hinweisen darf. Ich danke für den Hinweis. Ich will nur sagen, wir haben hier eine unerhörte Verallgemeinerung. Weiter. Die Sehnsucht dieses Rabbit nach Liebe und nach Frauen. Das ist ja ungeheuerlich, was in diesem Roman gezeigt wird. Ein Motiv hat noch keiner hier erwähnt. Wie er unter dem Einfluss der Todesangst nach der Herzoperation oder jedenfalls nach dem Infarkt, den er da hatte, sich an seine Freundinnen von früher erinnert. Das ist grandios geschrieben. Diese Freundinnen sind ganz mittelmäßige Frauen gewesen. Aber wie er sich an jede Beziehung erinnert und wie die nun aus der Perspektive von heute gezeigt wird, das ist es, was den Roman fabelhaft macht und nicht die Darstellung des Kleinbürgers aus Pennsylvania. Aber es ist ein Teil der ganzen Geschichte. Natürlich sind seine alten Freundinnen heute genauso Kleinbürger, wie er einer ist. Und die Erinnerung an die Verhältnisse, die er hatte, ist geprägt von dem, was er heute erlebt. Er beschreibt zum Beispiel eine Frau und er sagt, sie hat einen Hintern wie eine Bank und einen Busen wie einen Balkon. Das ist sehr banal, aber es trifft auf diese Florida-Mittelschicht durchaus zu. Das und wenn Sie sagen, die Todesnähe. Das kann ich nur nicht beurteilen. Wenn Sie sagen, ob ein Balkon auf Florida bei Frauen zutrifft. Doch, Herr unbedingt. Herr Reich-Ranitzky, lassen Sie mich nochmal einen Versuch machen. Kritiker-Eigenart ist es, aus einem konkreten Roman wieder das Allgemeine zu machen. Dann kommt am Ende raus, wenn es wirklich nur wäre, wenn ich einen Roman nur lesen müsste, weil er Todesangst und Vergänglichkeit beschreibt. Das kannte ich, entschuldigen Sie, schon vor dem Roman, aus 100 anderen Romanen. So ich will nicht, immer das so die Konkretisierung. Er beschreibt noch viel stärker, wie er am Leben hängt, ja, wie er jeden genau. Rock nachschaut, ja. Wie er aber eben den... Ja. Tod nicht ins Auge sehen will. Er hat ja schon seine ganzen furchtbaren Diagnosen gestellt bekommen. Und er frisst immer weiter immer noch das Junkfood. Junk, ja. Er weiß ja, genau, es ist tot für seine Arterien, ja. Und er macht weiter. Ich mache euch also, auch noch eine Kleinigkeit aufmerksam. Bei Updike in seinem Werk, in vielen Romanen und Geschichten und hier auch, spielen eine große Rolle kleine Kinder. Und das gehört zu diesem Thema. Hier die Enkeltochter, die da beinahe untergeht bei diesem Unfall, der ja auch mit seiner Angst zu tun hat, dieser auf dem Segelboot. Mit seinem Leichtsinn Schreck. Zu tun. Naja, aber er will doch zeigen, dass er hat noch imstande ist, ein da, Segelboot das ist zu, ja. da das Nötige zu machen. Und beinahe wären sie beide umgekommen. Das ist doch grandios geschrieben. Das ist wieder nicht Florida, das sind allgemein menschliche Motive. Nein. Ja. Ich weiß nicht, warum wir machen ein Scheingefecht. Ja. Wenn Sie sagen, Tolstois Anna Karenina, das ist nicht Russland, sondern das ist die Liebe zweier Menschen, haben Sie natürlich immer recht. Nur jeder Roman, der mich interessiert, ist konkret. Madame Bovary kann nirgends anders spielen als in der französischen Provinz zu einer bestimmten Zeit. Und nur das ist interessant. Ja. Es geht um die Ehrenlegion des Apothekers, um die Spießiker. Und hier geht es um Amerika. Wir reden von denselben Motiven, aber Sie legen Wert auf den Hintergrund. Konkretisierung. Der Roman lebt im Fleisch. Ja. Frau. Ich muss Herrn Karasek wirklich recht geben. Das, was Sie sagen, heißt, dass Sie eigentlich den Roman um sein Eigentliches bringen. Das, was Sie in ihm loben, heißt, dass Sie das, was wirklich die unglaubliche Qualität dieses Buches ausmacht, missachten. Selbstverständlich ist dieser vierte Rabbit-Band so etwas wie die Götterdämmerung, wo dann sämtliche Leitmotive, wie auch in der Götterdämmerung, von allen vier Teilen noch einmal vorkommen. Insofern, ja. Klar, kommen auch die alten Freundinnen noch einmal vor. Ich würde sagen, es ist mir fast schon ein bisschen zu penibel, wie sie alle wieder hergeführt werden. Sogar die Tochter, die uneheliche Tochter, muss jetzt plötzlich Krankenschwester sein, sagen, ja. Nur damit sie noch aus einem Lager auch noch da ist. Das ist mir fast schon ein bisschen zu viel. Aber ich möchte doch eigentlich auf das zurückkommen, was das Besondere, das Konkrete, das Unverwechselbare an diesem Rabbit ausmacht, an dieser einen Figur. Und da muss man wirklich sagen, die Kunst des Updike ist es, dass er
ganz unscheinbar einen Subtext miterzählt, den man merken kann, aber auf den er nicht mit einem dicken Zeigefinger hinweist. Darf ich ein Beispiel geben? Ja. Es wird hier erzählt, dass die Ehefrau, weil jetzt die Familie ein bisschen in Finanznot ist, einen Beruf ergreift. Sie macht einen Kurs und wird Immobilienhändlerin. Was ist die erste Immobilie, die sie verkaufen möchte? Das eigene Haus. Das wird einfach so beiläufig erzählt. In Wahrheit hat das natürlich einen unglaublichen, auch metaphorischen Wert. Wenn man sagt, das heutige Amerika, die Frauen emanzipieren sich, indem sie dann die Lebensgrundlage der Amerikaner verkaufen. Also da würde ich sagen, es wird ganz unscheinbar erzählt, aber es ist als einer der Punkte da. Und da würde ich sagen, ich muss insistieren, entschuldigen Sie, Herr Broder, auf dem beschädigten Leben. Es ist kaum vorstellbar, wie beschädigt dieser Rabbit ist. Ein so falsches Bewusstsein, ein solcher Lebenstrieb, der sich aber gleichzeitig in Todestrieb äußert, das ist doch überhaupt nicht vorstellbar. Aber ihr seid euch ja eigentlich beschädigt, ist das Normale, sagt er nur. Lebenstrieb und Todestrieb ist doch eigentlich das Gleiche. Ja, das ist aber... Sie können es gar nicht separieren. Und Sie können auch normal und beschädigt gar nicht separieren. Ja, aber das ist das Wunder dieses Romans, wie das da Updike in Deckung bringt. Beide einander scheinbar entgegengesetzte Strömungen sind in dieser Figur in Deckung gebracht. Welche zwei Strömungen? Das habe ich nicht mitbekommen. Die Lebensgier des Rabbit und gleichzeitig sein geradezu insistierendes, obsessives Hinarbeiten darauf zu sterben. Naja, das tut er doch nicht bewusst. Er weiß es, er ist der Sünder, der weiß, dass er jede Erdnuss... Also bitte viel, was sich mit Erdnüssen und Schokoriegeln zu Tode fressen. Also, auch das ist übrigens eine Metapher für Amerika. Ja, aber wenn Sie zum Beispiel Heinrich Böll als Anarchisten bezeichnet haben, dann ist es Rabbit noch viel mehr. Die Art, wie er lebt, die Art, wie er seine eigene Familie betrügt, alles, was er unternimmt, das hat auch anarchische Züge. Zumindest in der Zerstörung dessen, was Sie vielleicht als Normalität bezeichnen. Also ich sehe bei Rabbit nicht die geringsten anarchischen Züge. Dass einer sich nicht beherrschen kann und Süßigkeiten und Ähnliches in Mengen isst, obwohl das gesundheitlich für ihn sehr schädlich ist, ist noch keine Anarchie. Vielleicht ist es Ausdruck der Schwäche. Wir sind da wieder bei dem Begriff, den Anarchisten im Kleinbürger. Und ist natürlich dieses in die Luft sprengen der Familie, das er zwar nicht willentlich macht, das ist sehr verdienstvoll und anarchisch auch. Aber hier ist ein Punkt. Ich hätte über den Punkt gar nicht geredet, aber wir müssen jetzt darauf kommen, nachdem hier die Figuren so gelobt wurden und zu Recht gelobt wurden. Es gibt in diesem Buch enorme, riesige Schilderungen des Alltags in einer amerikanischen Kleinstadt oder auch in Florida, wo er da ein halbes Jahr jeweils verbringt. Diese Schilderungen sind sehr gut, sie sind hervorragend, deshalb, weil Updike fabelhaft umgehen kann mit Details, mit charakterisierenden Details. Das tut er in einem, alles in allem, traditionell geschriebenen Roman. Das ist richtig, ja. Ja, der Roman ist ganz traditionell. Aber Florida, muss man sagen, ist ja wirklich einfach eine einzige geriatrische Anstalt. Ja, richtig, und das wunderbar alles zeigt. Ja. Hier kommt jetzt aber eine gefährliche Sache in dem Roman, die ich in den vorangegangenen nicht in dem Maße gemerkt habe. Das ist vielleicht eine Undankbarkeit, dass man beim vierten und letzten Roman dieser Tetralogie darauf stark hinweist. Er kann fabelhaft den Alltag schildern. Und weil er ihn so fabelhaft schildern kann, schildert er ihn etwas opulent. Das ist ein bisschen viel. Und es sind Kapitel, wo man denkt, um Gottes Willen muss das noch einmal beschrieben werden. Ja. Noch einmal. Ja. Das stimmt, es ist zu viel des Alltags. Und das kommt deshalb, weil er sieht, wie er das kann. Er kann sich nicht beherrschen. Er muss es noch einmal beschreiben. Er beschreibt es immer gut. Er ist aber eigentlich viel interessanter. Nicht in solchen Szenen, aber in so einer, wo der Rabbit mit dem Auto quer durch die Vereinigten Staaten fährt und nicht sich überlegt, was da hinter den Scheiben wird gemordet oder vergewaltigt, sondern im Radio die alten Schlager aus seiner Jugend. Und wieder ist es, Sie verzeihen mir, ich bin so ein primitiver Mensch, die Vergehen.
Öffentlichkeit, weil er daran denkt, wie das Amerika und wieder sind es amerikanische Schlager. Aber selbstverständlich, wie er diese Schlager erlebt. Kurz, ein Buch, das jeder von uns Vieren etwas anders lesen kann. Und das spricht doch für und nicht gegen dieses Buch. Ich finde doch, eigentlich ist der Herbst gar nicht so schlecht. Der Peter Schneider und der Abteig schon zwei Sachen. Wie ist es denn mit dem Amos Oz? Ja, Amos Oz, der diesjährige Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, hat einen Roman geschrieben, der den etwas programmatischen Titel hat, Der dritte Zustand. Und mit diesem dritten Zustand meint er wohl die Friedensbewegung in Israel, die ein Thema des Buchs ist. Das Buch handelt aber in Wahrheit von einem Schlemihl, das heißt von einem Menschen, der ungeschickt, unbegabt, ein Pechvogel. Pechvogel ist und der Glück hat, dass er einen reichen Vater hat und Glück hat, dass er Frauen findet, die ihn immer wieder trotz seines Ungeschicks in ihre weichen Arme nehmen und auffangen. Dieser Schlemihl ist eigentlich sehr sympathisch und anrührend und auch witzig und ironisch geschildert. Was mir an dem Roman missfallen hat, dass die politischen Botschaften von ihm abblättern wie der Putz von der Mauer. Auf einmal sagt er immer, wenn der Autor wieder was loswerden will, sagt er zu einer Frau, du hast schöne Schenkel, habe ich dir übrigens gesagt, dass wir die Araber besser behandeln. Und dann geht es seitenlang so weiter. Und das finde ich etwas, das hat mich sehr verstört. Ich finde diesen Schlemihl überhaupt nicht witzig. Ich finde, er ist ein großes, alt gewordenes Kind, das mit dem Leben nicht zurande kommt. Er ist tollpatschig, er kann sich kein Butterbrot schmieren, seine Wohnung ist verwahrlost, aber hat große... er predigt den Kakerlaken, er betrachtet seitenlang den Zustand seines Abfalleimers und zur selben Zeit entwickelt politische Ideen. Er ist jemand, der mit Fantasien lebt, der mit Halluzinationen lebt. Er stellt sich immer wieder vor, er wäre der Ministerpräsident Israels, dann ruft er seine Runde ein und verteilt die Rollen und dann wird die Politik des Landes ganz anders gemacht. Ich finde, seinen Schönheitsfehler und den logischen und inhaltlichen Fehler dieses Buches, dass die politischen Botschaften von jemand vermittelt werden, der mit seinem eigenen Leben nicht zurande kommt. Das ist einfach eine Peinlichkeit. Außerdem ist das zäh. Es schleppt sich wie so ein breit getretener Marsriegel, schleppt sich die Handlung dahin. Es werden die gleichen Motive ewig wiederholt. Ja. Und das Buch lebt ein bisschen von dem Image, das Amos Oz hat, ganz ähnlich wie Böll übrigens, ein kluger Mensch, ein fantastisch kluger Schreiber von politischen Essays, der aber seinem Ruf in diesem Buch nicht gerecht wird. Ja. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist, Herr Broder, da werden Sie vielleicht, nachdem Sie manchmal in Israel sind, es mir sagen können. Das Auffallendste daran war mir ein gewisses Klima einer muffigen Wärme. Es ist so eine Grundwärme, eine politische Wärme auch in diesem Roman. Offensichtlich ist dieses ganze Land familiär miteinander. Man hat das Gefühl, dass eigentlich die Privatheit jedes Menschen wird sofort von allen anderen wieder heimgesucht. Man geht zu jedem, es gibt keine Privatheit mehr, weil jeder hineinkommen kann, jeder sich bei jedem einlädt, jeder auch offensichtlich, jedenfalls potenziell zum Ministerpräsidenten gehen und dem predigen könnte. Und man hat so das Gefühl, das ganze Land ist miteinander verwandt oder doch familiär. Und diese Art wo man doch eigentlich bei uns immer die gesellschaftliche Kälte beklagt, hier merke ich eine so gewisse gesellschaftliche Wärme. Glauben Sie, dass der Amos Oz da eine Realität eingefangen hat? Ja, es ist vollkommen richtig. Israel hat eine Ähnlichkeit mit der Nischengesellschaft der früheren DDR. Das heißt auch mit derselben Muffigkeit. Und es stimmt wirklich, jeder kennt fast jeden. Das ganze Land ist ein großes Städtel, um nicht zu sagen ein Ghetto. Und das hat Amos Oz in der Tat gut eingefangen. Außerdem müssen Sie bedenken, er ist in einem Kibbutz groß geworden. Und da ist natürlich der Mikrokosmos noch kleiner, noch gemütlicher. Da kennt jeder noch mehr jeden, da rückt man sich noch näher. Diese Beschreibung stimmt, aber es taugt auch nicht als die Vermittlung einer politischen Botschaft. Herr Broder, Sie haben das, glaube ich, das Entscheidende, das muss man nur noch wiederholen. Man ist völlig verzweifelt, dass ein Mensch, der eine politische Botschaft an den Leser bringen will und eine wichtige Botschaft, dass der sich eine Figur aussucht, der als Botschafter völlig ungeeignet ist. Also jemand, von dem man sagt, du kannst nicht mal deinen Mülleimer aufräumen, willst aber Israel in Ordnung bringen. Der hat für die Lösung des Nahostkonflikts. Ja. Das ist sehr typisch. Das ist typisch zum einen für die Friedensbewegung, das ist typisch für Leute, die Heilsbringer sind.
Es geht, glaube ich, immer persönliches Scheitern mit politischem Größenwahn einher. Es passiert zumindest auch. Aber so hat das nicht gemeint. Natürlich. Nein, so hat das leider nicht gemeint. Leider nicht, sonst wäre es ein tolles Buch. Ich glaube, man sollte auf die Ursachen dieses Sachverhalts verweisen. Die müssen wir doch finden. Die Sache ist doch wohl die, dass dieser Amos Oz ein außerordentlicher, fabelhafter Kerl ist, ein Essayist, ein politischer Publizist, ein Friedenskämpfer, man kann nur das Allerbeste über ihn sagen. Und er ist dabei wohl eine charismatische Figur. Sein Erfolg innerhalb Israels hat wohl mit dem Charme dieses Mannes, mit seiner Rhetorik, mit all dem zu tun. Er gilt schon beinahe als der größte Schriftsteller Israels. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich habe gehört, Jehoshua soll viel besser sein als Autor. Soll besser sein. Der offenbar nicht diese Qualität hat. Aber weniger charismatisch. Nun, ja, weniger eben. Weniger charismatisch. Was Sie vorher andeuteten, ist ganz richtig. Das ist beinahe ganz, trifft der Vergleich zu der Böll Israels. Also ein charismatischer Autor, ein populärer Autor. Und einer, der jetzt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels sehr zu Recht erhalten hat. Bravo, fabelhaft, großartig, aber wir haben, ich sag's zum fünften Mal hier, mit einem literarischen Quartett zu tun, müssen die Frage stellen, was taugt es literarisch? Und hier wurde schon deutlich gesagt, nicht viel, schwach, hat große Schwächen und dergleichen. Warum? Es ist wohl zweierlei hier passiert. Dieser, soweit ich es richtig sehe, und ich kenne sein Werk eigentlich wenig, dieser Amos Oz ist ein Mann, der große Sorgen hat. Jeder, der im Staat Israel lebt, hat große Sorgen. Ihn, es furchtbar riecht in dieser Staat auf die ganze Geschichte mit den Palästinensern, den Arabern. Er glaubt, dass die Juden sich in den besetzten Gebieten falsch oder partiell falsch verhalten. Er hat andere Sorgen als ästhetische. Das ist ein Mann, den die gesamte moderne Literatur mit allen ihren Errungenschaften überhaupt nicht interessiert. Updike weiß, was moderne Literatur ist. Seine Kritiken, die er im New Yorker aufschreibt, beweisen, zeigen ihn als vorzüglichen Kenner der modernen Literatur. Nur er hat den Roman, die Tetralogie, so geschrieben, wie sie ist. Er wollte es. Den kümmert das gar nicht. Er hat mal deutlich gesagt, wer sein Vorbild ist. Und mehrfach. Immer wieder ein Vorbild, Tschechow. Tschechow, ein großer Meister, doch lang schon tot, wie es in den Meistern Schiller auch übrigens, noch länger tot. Ja, ich habe niemandem gesagt, dass er Schiller nacheifern soll, während er versucht, nur so Tschechow nachzueifern. Das ist der Grund. Darf ich noch mal zurückkommen auf diesen Grundvorwurf, den Reden Sie... werde ich es nachher weiter sagen, bitte. Den Sie beide ihm gemacht haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, Sie meinen, dass die politische Botschaft diskreditiert wird, wenn man sie einem Clown oder einem lächerlichen Menschen in den Mund legt. Nein, nicht zwangsläufig. Überhaupt nicht. Nicht zwangsläufig. Oder in diesem Falle. In diesem Fall. Ich würde auch nicht sagen, nicht diskreditiert, sie ist einfach nicht glaubwürdig. Er kann sie nicht vertreten. Figur und Botschaft. Er kann sie nicht vertreten. Ich meine doch, dass man den Ostag vielleicht in Schutz nehmen müsste. Ich denke, dass der Ost, oder sagen wir so, die sympathieleitenden Erzählstrategien laufen hinaus auf eine Identifikation mit dieser Hauptfigur. Ich bin sicher, dass der Ost ihn nicht so kritisch sieht, wie Sie ihn sehen, wie ich ihn auch sehe als Leser. Ich kann mich mit niemandem identifizieren, seinen Abfalleimer nicht runterbringt. Das machen wir schon. Lieber. Ich ganz einfach. Halt. Darf ihn ich runterzubringen. Zehntausende, Hunderttausende von Lesern haben sich identifiziert mit einem weinenden, larmoyanten, untüchtigen Menschen, dem Clown Hans Schnier in Bölzer Roman. Ja, aber der konnte, wenn er aus dem Haus gegangen ist, hat er wenigstens beide Socken angezogen. Schlimm genug. Dieser Mensch hat nur einen Socken an. Nein, ich denke auch, dass ich glaube, dass der Oz in Wirklichkeit in seine Hauptfigur sehr verliebt ist. Und wahrscheinlich zu verliebt ist, jedenfalls kann man ihm als Leser, ich auch als Leserin, dem kaum folgen. Ich finde eigentlich einen Menschen, der sich selber nicht sauber halten kann, der offensichtlich auch ein gestörtes Verhältnis zum Bad hat und zu sauberer Wäsche, kann ich einfach nicht glauben, dass hier seine Freundinnen, eine davon ist, glaube ich, eine Rechtsanwältin, ihre Kanzlei am Vormittag im Stich
lässt, um zu ihm nach Hause zu laufen mit Putzmitteln und Scheuereimer und um ihm die Wohnung zu reinigen. Das glaube ich einfach doch, nicht. Das gibt es. Diese Art von Verwirrung gibt es. Ja. Kennen Sie die Frauen nicht, Frau Löffler? Frau Löffler. Ich kenne vielleicht andere als Sie. In guten Romanen gibt es immer unerhört unwahrscheinliche Sachen. Das ist nicht der Fehler des Romans. Doch. Dass das ist auch nicht unwahrscheinlich. Nein, ob das nur wahrscheinlich ist oder nicht. Er ist ein Mann, der ganz von der russischen Tradition, obwohl er gar nicht aus Russland stammt, er ist ja in Jerusalem geboren, herkommt. Ja, aber sein Vater stammt aus Kharkov. Ja, aber es ist nicht nur Tschechow. Er nennt den anderen Namen Oblomov. Nicht. Gogol kommt hier immer wieder vor. Das sind doch Gogolsche Figuren. Gogol, der Oblomov, der Gontscharow und schließlich der Tschechow. Er hat das mit diesen Figuren gemacht. Das ist seine Welt. Er wird sich dieser Autor nicht ändern. Nur, wir wollen nicht zulassen, und in manchen Rezensionen habe ich das gespürt, dass hier nun extra Rabatt für den israelischen Friedenskämpfer eingeführt wird. Wir sagen ja, edler, fabelhafter Mann, aber großer Dichter. Nein. Wie ist es mit Nicholson Baker, mit dem Buch Fox? Jetzt kommt es zu einem großen Streit. Ja, ein junger Mann, Jahrgang 57, der soeben seinen zweiten Roman veröffentlicht hat. Der Roman ist eigentlich nur eine Telefonunterhaltung zwischen der Ostküste und der Westküste. Zwei Leute, Jim und Abby, haben sich in ein Telefongespräch verwickelt, ein erotisches, sexuelles Telefongespräch, in dem sie sich alles erzählen. Das Gespräch dauert mehrere Stunden. Die Echtzeit des Romans ist wahrscheinlich genauso lang. Und es endet mit einem gegenseitigen transkontinentalen Orgasmus. Ein wunderbares Buch. Ja. Wegen des Endes? Nein, wegen des ganzen Buches. Also ich denke, man muss hier ganz deutlich sagen, es ist ein äußerst pornografisches Buch mit pornografischen Fantasien von großer Kühnheit und großer Schärfe. Es gibt da Einzelgeschichten, wie beispielsweise von der Halskette, den Schmuck, den das Mädchen macht. Aber es ist gleichzeitig, und ich möchte jetzt nicht weinerlich klingen, es ist gleichzeitig ein Roman, der auf meisterhafte Weise zeigt, Leute, die zu keinerlei Kontakt mehr fähig sind, die nicht mehr sich trauen. Moment. Ich will nur so sagen, der Mann schildert zum Beispiel, dass er sich mit der einen Dame im Büro nicht einlassen will, richtig, weil das führt ja zu nichts, das führt nur zu Komplikationen. Die Frau sagt, ich will mich auf eine wirkliche sexuelle Beziehung nicht einlassen, dann kriege ich Pilz. Also Sie haben mehrere Gründe. Es ist ein Roman aus dem AIDS-Zeitalter und es ist ein Roman aus dem technischen Zeitalter, wo Videos, wo Leute sich am Wochenende nur noch Videos, Telefonleitungen geschaltet werden. Und insofern ist er sehr gnadenlos, obwohl er pornografische Freuden schildert, ist er gleichzeitig ein Roman einer gnadenlosen Vereinsamung. Und die Schlusspornografie, der Orgasmus, das ist schon von der Schreibe her so genial. Der wird in der Konjunktivform geschildert. Er sagt, ich würde dich jetzt küssen und dann würde ich das und das machen und dann würde das und das passieren. Und sie sagt, und dann würde ich das machen. Alles im Konjunktiv. Und am Ende dieses Konjunktivs erleben die beiden das Feuerwerk. Ja, das ist toll. Also ein Ja, ich halte ihn schon, AIDS-Zeitalter ist natürlich das Kennwort. In diesem Zeitalter offensichtlich hat der fernmündliche Verkehr Konjunktur. Es klingt jetzt obszöner, als ich es gemeint habe. Ich eigentlich auch zunehmend gesehen habe, erstens einmal, pornografisch würde ich es nicht sagen, weil zur Pornografie gehört eine gewisse Menschenverachtung. Wohingegen dieser Roman eigentlich, es sind beide Figuren, die zunächst mal nur auf telefonischen Kontakt aus sind, merken aber im Gespräch, dass sie einander sympathisch intelligent finden. Intelligent auch sind. Erstens ist das ein sehr intelligenter Dialog, auch sehr witzig. Und beide sind einander sympathisch. Es entsteht sozusagen auch eine menschliche Wärme zwischen den beiden, jenseits dessen, was sie eigentlich zusammengeführt hat am Telefon. Also erstens einmal, diese Menschlichkeit ist schon etwas, was der Pornografie widerspricht. Und dann merke ich eigentlich doch, die Freuden habe ich nicht so sehr dran gesehen, sondern eigentlich wie erbärmlich und armselig das ist. Das absolut armseligste fand ich dann eigentlich, wie sie beide fantasieren, wie man zu einem Orgasmus kommt. Man sitzt nebeneinander auf der Couch unter einer Acryldecke, schlimm genug,
schaut Porno. Mit der Baumwolldecke besser? Schaut Porno. Acryldecke ist noch armseliger. Schaut eine Pornokassette an und jeder masturbiert für sich allein. Also was Traurigeres ist doch kaum vorstellbar. Und, Entschuldigung, dieser Begriff stimmt nicht. Erbärmlich und das alles, was Sie sagen, das stimmt nicht aus einem ganz einfachen Grund. Zwischen diesen Menschen, Herr Karasek, findet im Gegensatz zu Ihrer Behauptung doch eine Kommunikation statt. Und zwar die stärkste Kommunikation, die es geben kann, durch Worte, durch Ideen und durch Fantasien. Wenn Sie sich so den Alltag anschauen, wie er in vielen Sendungen und Artikeln und Briefen in den populären Zeitschriften geschildert wird, das Kernproblem der Leute, die primär miteinander sexuell verkehren, Frau Löffler, ist, dass sie nicht miteinander reden. Hier reden zwei miteinander und zwar Deswegen über Stunden. Deswegen halte ich es auch nicht für Pornografie. Nein, Pornografie hat damit überhaupt nichts zu tun. Nur, hier findet ein sehr intensiver Kontakt statt von zwei Menschen, die sehr wohl kommunikationsfähig sind und sich für diese Form des sexuellen Kontakts entschieden haben. Darf ich Abdeig in einem Beispiel anführen, um diese Erbärmlichkeit doch noch, die aber gleichzeitig eine grandiose Steigerung ist. Da schildert er, und das ist für mich eine der schönsten Stellen, wie er mit der Skala über das Radio fährt und wie das eine Reise durch eine Stadt ist, wie die roten Punkte, die den Stereoton, die Ampeln sind, an denen er stehen bleibt. Also wirklich diese Vermittlung. Ein guter Schriftsteller. Ein wirklich guter ein junger, guter Schriftsteller, aus dem noch sehr viel werden kann. Ich glaube, es ist zu Recht hier gesagt worden, Pornografie ist das falsche Wort. Das Nein. Buch ist nicht pornografisch. Es ist aber, und dies zu verheimlichen, haben wir keinen Grund, in hohem Maße obszön. Nur, Literatur also darf anständig. Literatur darf obszön sein. Und ich will Sie nicht ärgern, Herr Karasek. Ich muss wieder einen Deutschen, der seit 180 Jahren, nein, 200 tot ist, hier nennen. Friedrich Schlegel hat einmal gesagt, der Roman der Zukunft wird Obszönes darstellen und wird die Wollust darstellen. Hier ist gar nicht so sehr die Wollust wie die Sehnsucht nach der Wollust dargestellt. Und der Dialog ist im Grunde sehr traurig, weil dieses Telefongespräch zwischen zwei unerhört einsamen Menschen, die der Kommunikation bedürfen, geführt wird. Und sie brauchen eins, vor allem das Wichtigste, was er braucht und was sie braucht. Einen, der zuhört. Das ist es doch, statt zur Psychoanalyse zu gehen oder, wenn ich katholisch wäre, zur Beichte, erzählt er ihr möglichst alles und sie ihm alles. Dass das sich immer wieder um Sexuelles dreht, ist eine andere und Frage. Und zum Zwecke veranstaltet wird, sich eine Befriedigung über 4.000, wie viele Meilen sind das? 4.000 Meilen zu verschaffen, wollen wir auch nicht verschweigen. Nein, gar nicht wollen wir verschweigen, nur... Man muss das nicht immer, ich meine, ich habe das hier so ein bisschen, bitte nehmt mir die flotte Formulierung nicht übel, im AIDS-Zeitalter wird statt des Geschlechtsverkehrs die Selbstbedienung propagiert, so habe ich das hier verstanden. Das ist doch viel ernster. Hier geht das ist doch ernst genug. Ja, nein. Ja, schon, aber es geht hier nicht nur um das rein Sexuelle, das freilich eine große Rolle spielt. Es ist das ungeheure Bedürfnis von zwei Menschen, einen Partner zu finden. Und immerhin ein Gesprächspartner ist gefunden. Der hat das eigentlich 180, 190 Seiten lang durchgehalten, der Autor. Ja, also diesen, ist ein bravouröses Stück. Ein bravouröses Stück, aber... Freunde, wir wollen weiter darüber nicht reden, denn wir sehen wahrlich auch heute wieder betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Bölls kritische Haltung zum Katholizismus angeht, dafür liefert das Buch nicht den Beweis. Da kommt ein Mann vor, der ein Erbschleicher ist, der ist zufällig Katholik und den stellt Böll etwas ungnädig dar, daraus eine kritische Haltung zum Katholizismus allgemein abzuleiten. Die Kühnheit des Kaplans,
der eine Ehe segnet, die schon vorher bestanden hat. Also das wird als geradezu heroische Tat gewertet, dass da zwei Leute zusammen, dass der Kaplan sagt, zwar seid ihr vor der Kirche nicht Mann und Frau, aber ich mache euch heimlich zu Mann und Frau, obwohl ich das so nicht dürfte. Also da gleich zu sehen, das ist ein großer Partisan in der Kirche. Also kommt einem ein bisschen lächerlich vor. Ich kann über die Berufigkeit von Köln nicht sehr viel sagen, aber es scheint mir plausibel, dass Köln damals tatsächlich, jedenfalls was den offiziellen Katholizismus anlangt, so muffig war, dass es ein Skandalon gewesen wäre. Ja. Ich bin hier der Älteste in diesem Kreis und wenn ich über das Buch rede, muss ich ganz anders reden. Böll gehört zu meinem Leben. Ich habe in den 50er Jahren angefangen, Böll-Bücher zu lesen, habe die meisten rezensiert, oft zur Verärgerung von Heinrich Böll und ich habe das Buch natürlich sehr gerührt gelesen. Ich habe alles wiedererkannt, den ganzen Böll. Frau Löffler, Sie haben natürlich recht, es ist sehr unbeholfen geschrieben. Unter uns, unbeholfen, ein bisschen unbeholfen sind alle Bücher von Böll. Aber er hat besser besser gekommen. Ja. Es ist etwas naiv, aber was mich an dem Buch reizt, und ich glaube, es ist gut, dass dieses Buch erschienen ist, ist das, was Sie kritisiert haben. Sie sagen, der Verlag hat zu Unrecht mit dem Begriff Urfaust gespielt. Nun, den Begriff hat in diesem Zusammenhang nicht der Verlag erfunden, den hat Jochen Hieber erfunden, der in der FAZ gesagt hat, das ist der Böllsche Urfaust. Bisschen vielleicht zu hoch gegriffen, trifft aber die Sache. Er hat dieses Manuskript, das zu Recht von Middelhauwe abgelehnt wurde, als eine Art Steinbruch aufgefasst. Der Böll hat aus einem Teilchen eine Geschichte gemacht, eine andere Sache hat er übernommen für den Roman und sagte kein einziges Wort, eine andere für an die Ansichten eines Clowns. Was ist das Interessante, dass bei Böll eigentlich alles schon hier in diesem unbeholfenen Roman drin war. Nicht nur die Probleme des Katholizismus, die natürlich dann viel subtiler und interessanter dargestellt werden. Nicht nur der unglückliche Heimkehrer, aber vor allem diese böllsche Idee, die ihm viele Leser eingebracht hat. Gegen die Boshaftigkeit der Welt wird ein liebendes Paar gestellt. Das war doch die böllsche Idee. Die Welt ist schlecht, die es zwei Menschen, einem jungen Mann und einer jungen Frau, nicht erlaubt, sich zu lieben. Das ist durchgehend die böllsche Idee und die ist schon hier da. Also das Buch war ein böllscher Steinbruch und als solcher, ich möchte nicht von einer Spekulation oder irgendwas Unredlichem reden, aber im Falle dieses Buches bei dem Verlag, der es zu Recht, glaube ich, gemacht hat. Aber die Frage ist die, nun gut, dieses Buch ist erschienen, niemand wird sagen, es sei ganz überflüssig, man kann es mehr oder weniger freundlich beurteilen. Nein, aber Herr Reich-Ranitzky, wenn Sie sagen, mit Recht, da ist schon alles drin. Und das ist natürlich, stellt die verhängnisvolle Frage, zieht die verhängnisvolle Frage nach sich, ist das wirklich alles? Nein. Und es ist zu fürchten, dass das fast alles vieles, ist. Vieles. Naja, wir wollen gleich, die zentralen Themen. Worauf zentrale Motive und Themen. Also wenn Sie sagen, ein Liebespaar, dann muss ich erwidern, es wird behauptet, dass das ein Liebespaar ist. Böll kann in diesem Roman zum Beispiel noch nicht schildern, was zwei Menschen zueinander führt, was zwei Menschen miteinander anstellen. Das ist doch, kommt doch alles nicht. Ja, aber die sind so katholisch, die stellen doch nichts miteinander an. Ja, Augenblick mal. Also ich meine, so ist das wieder nicht. Bei Böll in dem Buch und sagte kein einziges Wort, beten die erst, bevor sie miteinander ins Bett gehen. Dann ja, die beten nicht, Reihenfolge, aber sie gehen nicht ins Bett. Ja. Die Reihenfolge ist ja okay. Ja. Lieber, so war Böll. Wir werden ihn heute nicht ändern. Ich stelle nur eine Frage. Gehen wir mal von diesem frühen Buch weg, das gerade erschienen ist. Was bedeutet uns Böll heute? Und worauf war eigentlich dieser Riesenerfolg basiert und ist das noch da, dieser Grund für den Böllschen Erfolg? Also ich denke, wir haben ein Wort gebraucht, unbeholfen und rührend. Und das sind ja beides auch Komplimente in einer Gesellschaft, die zu elegant und nie rührend war. Und Böll war so ein erratischer Block, er war ein Stück Moral,
in dem unmoralischen Wiederaufbau. Nun ist Moral ein Wort, das man von hat sehr das vielen den Erfolg zur Folge gehabt? Ich glaube ja. Die Leute zumindest haben die Popularität. Mit ja. Sicherheit die Popularität. Ich denke, die Popularität beruht darauf und mit Recht. Ein notorisch guter um Mensch. Die Moral. Es geht um den Zusammenhang zwischen Moral und Ästhetik. Also die moderne oder die Avantgarde-Kunst oder sagen wir die moderne Literaturtheorie geht ja davon aus, dass sich die Moral von der Ästhetik oder die Ästhetik von der Moral emanzipiert hat. Bei Böll sind die absolut noch gleichgesetzt. Moral und Ästhetik die Moral gehören ist etwas bei ihm höher bei ihm als die Ästhetik, wenn man es ganz kritisch sagen Ja, das eine zieht wollte. Das andere nach sich. Nein, aber es hat auch einen anderen Zusammenhang. Er verwendet zumal in diesem Roman wirklich Elemente des Heimatromans. Was Sie gerade gesagt haben, das Liebespaar gegen den Rest der Welt, das finden Sie wirklich in fast jedem Arztroman, der heute am Kiosk hängt. Herr Broder, Sie haben recht. Das hat Schiller mit Ferdinand und Luise auch gemacht. Ja, das machen ja. Die großen Dichter alle. Ja, aber Sie werden es viel später dafür anerkannt. Nicht? Das ja, nein, nicht immer, nicht immer. Kabale und Liebe hat man gleich gemerkt, das ist ein ganz gutes Stück. Nein, das ist nur schon eine Tradition der Weltliteratur, dass das liebende Paar, das ich nicht lieben darf, weil da die Familien zerstritten sind, der Romeo und die Julia, Sie erinnern sich. Auch ein großer Erfolg. Ja, die beiden werden gegen die böse Welt gestellt. Nur, aber mich interessiert eine andere wirklich, Frage. Ich möchte wirklich darauf beharren zu sagen, dass Böll für den deutschen Nachkrieg als Institution, als Person viel wichtiger war als durch seine Bücher und sein Einfluss als politischer Schriftsteller für das Nachkriegsdeutschland ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Ja. Und ich würde für diesen Einfluss alles Respektlose, was ich über die Literatur gesagt habe, gerne wieder schlucken, denn er war ungeheuer wichtig. Ja, Herr Karasek, Sie haben vollkommen recht. Nur, das Ding, das wir hier machen, heißt literarisches Quartett. Und mich interessiert die Frage nach der literarischen Qualität. Das habe ich nach der 20. Sendung langsam gelernt. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Essay über Böll geschrieben mit dem Titel Böll, der Moralist. Böll war wütend und sagte mir, das Wort habe ich nie vergessen, gute Gesinnung gibt es bei uns gratis. Dafür will ich nicht gelobt werden. Hatte schon recht, Böll. Ich frage mich, und die Antworten, die hier gegeben wurden, genügen mir alle nicht. Woher kommt der enorme Böllsche Erfolg? In Deutschland vor allem, aber auch in vielen anderen. Aber und ich habe einen Vorschlag. Hören Sie mal zu, ob der Vorschlag Ihnen zusagt, den ich habe. Böll hat in den Mittelpunkt vieler seiner frühen Bücher den Soldaten oder deutschen Soldaten der Wehrmacht oder den Heimkehrer gezeigt. Er hat Menschen gezeigt, die einfach sind, wenig denken und viel fühlen, die immer Opfer, Leidtragende der Geschichte sind und alle moralisch einwandfrei. Er hat dem deutschen Leser, zumal dem Leser männlichen Geschlechts, eine Identifikationsfigur geliefert. Was ist denn gesagt über diese Leute, die Helden, den Böllschen Helden? Wir alle waren arme Schweine, arm, wir haben gelitten. Arm, ehrlich, wir alle haben das gelitten. Grundmotiv. Und nun waren viele Soldaten, weiß Gott, arme Schweine, es waren andere große Schweine. Wer was war, konnte sich immer mit dem Böllschen Helden identifizieren. Er hat dem Leser einen entsühnenden Helden in den Angeboten. Und er hat was Zweites getan, er hat die deutsche Provinz literaturfähig gemacht. Er hat Provinz zur. Nein. Das hat schon Thomas Mann mit Lübeck auch gemacht. Ist ja auch ganz gut. Ja. Lübeck ist auch Provinz. Mir scheint, das packt nicht den ganzen Heinrich Böll. Bedenken Sie doch bitte, zu welcher Altersradikalität der gefunden hat, zu welchem Anarchismus im Alter er gefunden hat und wie er besonders in den 70er Jahren, also nach 68, angefeindet worden ist. Er war einerseits eine moralische Instanz, gar kein Zweifel. Und er war sozusagen besonders fürs Ausland die Verkörperung des guten Deutschen. Ja. Aber er war gleichzeitig auch angefeindet wie kaum ein anderer Schriftsteller. Das heißt, er hat sehr wohl, besonders in Deutschland, wenn ich das richtig sehe, die Leserschaft und die Öffentlichkeit polarisiert.
Und da ist dieser Heiligenschein, dieser leicht muffige katholische Heiligenschein des braven, guten Deutschen, dann doch relativiert. Dadurch, weil er doch anarchisch war und weil er... war nicht anarchisch. Aber natürlich. Nein. Zur Anarchie hat er sich bekannt. Ja, aber er war nicht anarchisch. Entschuldigen, so ist er so ein freundlicher Kölner Kleinbürger. Der bestimmte im Kleinbürger steckt ja Anarchie, sobald er die Pantoffeln auszieht. Ja, aber die unausgelebte Anarchie steckt in ihm drin. Steckt also die unausgelebte Anarchie. Katharina Blum war damals ein Verdienst und auch eine Frage des Mutes. Nein, das Buch Katharina Blum hat seine Bedeutung bekommen durch die schwachsinnige Reaktion auf das Buch. Er hat das gar nicht intendiert. Ja, sowas müssen Sie mal zusammenbringen, ein Buch zu schreiben, das solche schwachsinnigen Reaktionen Aber er war selbst ganz überrascht davon, Frau Löffler. Es kam ihm gar nicht darauf an. Jeder Schriftsteller, dessen Buch zu einem großen Erfolg wird, sagt, ich bin überrascht. Ja. Alle sind sie überrascht. Wir träumen von dem Erfolg. Zu einem Anarchisten gehört nach meinem Selbstverständnis die Bereitschaft, Anarchist zu sein. Und die hat Ihrem Selbstverständnis? Ja. Sind Sie also ein Anarchist? Nein, ich bin kein Anarchist. Aber Sie behüte, nach meinem Selbstverständnis. Aber ein Anarchist will Anarchist sein. Er war einfach ein freundlicher Mensch, der selbst nicht verstanden hat. Herr Broder, reden wir noch einmal über die Katharina Blum. Geht das nicht? Der Heinrich Böll hat zu einem Zeitpunkt die Bild-Zeitung angegriffen. Wo war damals Wallraff? Und damals war es wirklich noch riskant. Er war noch auf der Schule. Es war damals riskant, die Katharina Blum zu schreiben und sich Man spricht höchst ungern von eigenen Taten. Jetzt muss ich es aber machen. Ganz so schwer war es nicht. Die Katharina Blum war die erste Fiktion, die der Spiegel in Fortsetzung abdruckte, mit Karikaturen, die sehr Springer-ähnlich waren, was uns der Springer Verlag, der uns damals gedruckt hat, als Druckhaus, sehr verübelt hat. Also Böll war nicht allein. Er hatte den Spiegel mit einem Vorabdruck auf seiner Seite. Und das war schon ein ganz guter, also da konnte man schon sagen, dass der Roman ist in der Zeit erschienen. Vergessen Sie nicht, wo sich der Erfolg von Willy Brandt abzuzeichnen begann. Es gab eine breite Strömung für Böll. Und er war nicht etwa der Rufer in der Wüste gegen die Karasek. Er war in einer Weise angefeindet worden wie damals kaum ein anderer. Eben. Und Augenblick mal. Das Thema, ein Mensch wird fertig gemacht von der Bild-Zeitung oder und ähnlichen Boulevardzeitungen. Das Thema lag auf der Straße. Nur, keiner hat es aufgegriffen. Einer hat es aufgegriffen. Böll. Das wollen wir mal nicht vergessen. Wir wollen ihn nicht so verharmlosen. Ich weiß Fakten. Ich hätte nicht gedruckt, wenn ich das für harmlos gehalten hätte. Das war ein wichtiges Buch. Nur er war nicht so allein. Unter den deutschen Erzählern war er der Einzige, der damals 1974 ein derartiges Thema aufgegriffen und sehr anschaulich gezeigt hat in der Katharina Blum. Das wollen wir nicht vergessen. Wir können sagen, heute ist es passé und vorbei. Er war nicht der Einzige. Er war damals im Verband mit der ganzen Gruppe 47. Die Demonstration gegen die Bild-Zeitung, unterstützt von der gesamten deutschen Literaturlinken, hatten stattgefunden. Ja, also es ist so sehr richtig. Nochmal erinnere ich Sie daran, dass dieses Ding heißt das literarische Quartett. Die haben es in Artikeln und nicht in Erzählungen gemacht. Literarisch war Böll damals der am meisten entschiedene. Er hat als einziger damals diese Themen so aufgegriffen und tatsächlich auch episch formuliert. Das wollen wir anerkennen. Ich muss auch sagen, dass eine Figur wie er heute fehlt. Natürlich. Gerade angesichts der Bundestagsdebatte, die gerade vorhin war. Ach, Schneider sieht ein Blinder, hört einen Tauber. Das ist doch ganz klar. Ja, das ist das Selbstporträt. Nur, jetzt unter uns. Ich kann die drei Leute, wiewohl sie verschiedene Berufe haben, kaum unterscheiden. Die sprechen alle dieselbe Sprache. Das hatte ich von Ihnen schon über Jurek Becker gehört. Ja, das wiederholt sich. Da war er angebracht, hier ist er es nicht. Nein. Denn die drei haben ein ganz verschiedenes Milieu. Dieses Milieu wird sehr fein unterschieden. Die Sprache ist dieselbe. Nein, das kommt daher, weil einfach Peter Schneider eine sehr kreative Persönlichkeit ist. Diese drei Personen, das ist er. Natürlich. In drei aufgespalten. Also nicht nur Eduard, ist lieber, alle drei sind lieber er. Ich bin heute so klassisch veranlagt. Wenn die Figuren in einem Drama, wenn Schiller sich selber zeigt als Wurm, als Hofmarschall und als Ferdinand. Sagen Sie, Sie kommen heute nur mit Schiller. Na, ich kann mit Kleist kommen, läuft auf selbe hinaus. Also, kehren wir zurück zu dem
Nein. Der Unterschied, nein. Ich möchte doch einen Punkt noch beharken, nein, und darauf dabei bleiben. Ja. Bei Jurek Becker haben Sie mit einem gewissen Recht eingewandt, dass ein Roman, der in drei Erzählpartikel aufgeteilt wird, aus drei Perspektiven erzählt wird, dass es da ein gewisser Schönheitsfehler sein kann, wenn alle drei gleich sind. Hier ist eine eindeutige Hauptperson, aus deren Perspektive auch das Verhältnis zu seinen Freunden erzählt wird. Also ist es doch nicht schlimm, dass der Roman über eine Sprache verfügt. Es ist zwecklos, dass wir drei Figuren haben, von denen mich, erlauben Sie mir doch, wir leben doch in einem freien Land, eine Figur überzeugt, und zwar tief überzeugt. Ja, das ist der Eduard-Roman. Schluss, ja, Eduard. Gut, gut. Die anderen beiden Figuren sind falsch konzipiert, schlecht, das kann er nicht. Er ist kein Romancier. Es dominieren in diesem Roman Reflexionen. So blöde war das nicht, was irgendjemand geschrieben hat, so von weitem, so ein bisschen Robert Musil. So ganz falsch ich ist das nicht. Ich traue mich nicht mehr Robert Musil, weil ich das mal zu Lenins Hirn gesagt habe. Ja gut, aber schön, in Zeit diesem Fall ist Musil bei mir ausgeschlossen, aber es stimmt schon, reflektierende Romane sind erlaubt. Hochintelligente Reflexion. Jetzt ist ein Unterschied hier. Ihr sprecht, und völlig zu Recht, von der großen Abrechnung der 68er-Generation. Ein zeitkritisches, politisches Buch. Und die Abrechnung zeigt ja das Übliche. Aus den Revolutionären sind mehr oder weniger Bürger, Spießer, wenn nicht gar Spießbürger geworden. Ich sehe hier noch etwas. Mich interessieren in diesem Roman interessiert ein Problem. Die Beziehung, und die ist fabelhaft zum gezeigt, Bruder. Eduard, nein, nicht zum Bruder, zu seiner Freundin Clara. Das ist das Hochinteressante. Ihr vergesst eins, dass im Mittelpunkt des Romans doch wohl nicht 68 steht, sondern eine bare Sexualproblematik. Ja, aber eine Sexualproblematik, die aus den 68er Jahren erwachsen ist. Und es bleibt dabei, dass ich sage, die Freunde sind deshalb wichtig, weil die Bruderbeziehung, und da haben wir Peter Schneider natürlich auch in der Realität, mit Michael, eine große, große Rolle spielt, und zwar kommt auf einmal, und das fand ich ein hochinteressantes literarisches Experiment, wenn ein Autor auf einmal vermuten muss, dass sein Vater ein Nazi-Verbrecher war. Und wie er dann auf einmal seine eigene Biografie zu korrigieren beginnt und wie er sich dann ertappt, habe ich das vielleicht. Ja, das ist eines. Das sind alles Motive. Schöne Motive. Aber die Motive waren schon da. Es gibt etwas, was nicht da war. Was hier in den Reflexionen gesagt wird über die Sexualbeziehung des Eduard zu dieser Clara, die Überlegungen des Eduard über die Reaktionen seines Körpers und die Ursachen dieser Reaktion, das sind hochinteressante, bravouröse Darlegungen, die ich auf dieser Ebene, in dieser Art, in deutschen Romanen, in den letzten Jahren jedenfalls, nie gelesen habe. Ich glaube, jetzt müssen wir das ein bisschen niedriger hängen. Nein, ich will das nicht. Ich hänge ja nicht den Roman hoch, sondern bestimmte Teile. Und diese sind hochinteressant. Der Vergleich mit Jurek Becker, bitte. Nun tun Sie Peter Schneider kein Unrecht. Nein, ich habe doch nur zwei Ebenen. Ich habe doch das Buch nicht verglichen. Außerdem könnte man das. Ich habe nur gesagt, dass ich ständig den Vorwurf höre, dass drei Leute gleich sind. Nur ich habe mit Vergleichen ja kein Glück. Also, aber ich stimme sofort zu, dass das ein Beitrag ist zur linken Melancholie. Unter der Voraussetzung, dass man linke Melancholie so versteht, wie ich sie jedenfalls verstehe, als ein Beitrag zur selbstverschuldeten politischen Unmündigkeit oder politischen Ohnmacht dieser 68er. Ich möchte aber doch einmal hinweisen auf die Frauenfiguren, die in diesem Roman vorkommen. Die halte ich nun für extrem unglaubwürdig und die halte ich auch für extrem, sagen wir mal, aus einer männlichen Warte her gesehen. Ja. Daher nur absolut schattenhaft Clara gesehen. Clara auch schlecht. Ich halte diese Frauen für weitgehend unglaubwürdig. Und ich glaube nicht, dass man aus dieser sehr männlichen Warte heraus überhaupt die realistische Frauen, wie sie heute... Wie können wir das widerlegen? Augenblick mal, nein. Sie haben doch vollkommen recht. Das Buch ist aus männlicher Perspektive geschrieben. Warum soll er denn anders vielleicht schreiben? Ist es für Damen als Lektüre nicht so interessant. Obwohl die Damen mal erfahren sollten, wie es auf dem anderen Ufer ausschaut. Ha, lieber,
Liebe, so ist das wieder nicht. Ich finde, es ist hochinteressant. Aber Sie haben recht, aus männlicher Perspektive geschrieben. Deswegen ist der Eduard viel interessanter als die Clara, obwohl die Beziehung Eduard, Clara, Clara, Eduard schon sehr gut gezeigt sind. Das Buch hat einen Vorzug, der mich besticht. Ich bin bestechlich, ich gebe zu. Es ist so intelligent. Es ist der Schluss, natürlich, die Warschau-Kapitel. Eine Katastrophe. Gott weiß, wozu er in Warschau... Warum hat er das angehängt? Völlig überflüssig. Aber ich möchte zu Frau Löffler doch noch einen Satz sagen. Frau Löffler, viele Romane haben die Eigenart, dass sie im Kopf des Helden vorwiegend spielen. Dass die anderen Menschen nur so deutlich werden, wie sie dem Helden deutlich werden. Ich finde das Porträt... dass von Clara im Kopf von Eduard entsteht und auch von den beiden anderen Frauen, sowohl rührend, wie komisch, wie ergreifend, wie sehr kritisch. Es ist wunderbar, wie ein Mann schildert. Ich würde mir wünschen, es gäbe also, heute so einen Autor. Und vergessen wir nicht noch etwas. Ich glaube, ich weiß nicht, ob in 10 Jahren irgendjemand einen Roman von Böll in die Hand nehmen wird. Aber, und das ist nicht unsere Frage. Das ja, können in den wir Schulbüchern wird er abgedruckt sein. Nein, es gibt eine andere Frage. Es gibt keinen anderen deutschen Autor, der gewisse Erscheinungen des Nachkriegslebens so grandios, episch formuliert hat, wie beispielsweise Böll, das Kulturleben in diesem Land, in der Satire Dr. Murkes gesammelte Schweigen. Er hat in den frühen Geschichten, Wanderer kommst du nach Sma, der Mann mit den Messern, Parabeln geschaffen, die die Situation des durchschnittlichen Deutschen zeigte. Und daher der Erfolg. Alle haben sich wiedererkannt bei ihm und haben sich veredelt wiedererkannt. Denn er hat ja seine Helden immer von jeglicher konkreten Schuld freigesprochen. Und daher war es so sehr bequem, sich mit ihm zu identifizieren. Freunde, ein anderes Buch, Peter Schneider, Paarungen. Geht's auch um Liebe? Herr Karas. Dies ist ein glänzendes Buch, möchte ich vorweg sagen. Ein Buch über Berlin unter der Käseglocke, noch durch die Mauer geteilt. Dies ist ein Buch über das Ende der 68er. Dies ist ein Buch über die Unmöglichkeit, Beziehungen heutzutage auf anständige und vernünftige Weise aufrechtzuerhalten. Dies ist ein Buch, wie werden die Deutschen mit ihrer Vergangenheit fertig. Das klingt alles sehr wuchtig und es ist trotzdem ein elegantes, geschliffenes, geistreiches Buch. Ein Roman. Ein Roman. Entschuldigen Sie, Herr Karasek, von welchem Buch haben Sie geredet? Peter Schneider. Ah ja. Sie haben es nicht wiedererkannt. Aber Frau Löffler, warum haben Sie es nicht wiedererkannt? Ja, ich fand dieses Buch ganz unglaublich muffig, um Ihr Wort aufzunehmen. Um Gottes Willen. Es sind Willen. Grässliche Spießer. Mag ja sein, dass die 68er zum Teil solche Spießer geworden sind. Ich fand sie wirklich geradezu erbärmlich. Mir ist das Buch auch viel zu privatistisch. Ich kann mich einfach für diese drei mittelalterlichen Männer, die sich da gegenseitig anweinen über ihre missglückenden Beziehungen, für die kann ich mich wirklich nicht 300 Seiten lang interessieren. Was heißt das privatistisch? Es geht um Privaterlebnisse von Menschen. Ja, das war aber mal eine Generation, wenn ich das richtig gehört habe, die irgendwann mal politisch interessiert war. Ist denn, Frau Löffler, wollten Sie sich Ihre Helden aufrechterhalten? Nein, das nehmen Sie ganz Herrn Schneider nicht übel, dass er eine Satire schreibt, wohin die 68er gelandet sind? Da ist zum Beispiel aus für einem eine ein Genforscher. Ist mir dieses Buch viel zu sentimental. Nein, nein, es überhaupt ist nicht sentimental. Also Augenblick mal. Privatistisch, sentimental, muffig, alles in allem schlecht. Herr Bruder, nein, Sie? Alles in allem gut. Gerade deswegen, weil Sie an dem Buch schlecht finden, deswegen ist das Buch gut. Ja. Wenn ja. Sie privatistisch sagen, haben Sie natürlich vollkommen recht. Nur, dieses Buch beschreibt eine Generation anhand dreier Gestalten, einer Zeit, wo das Private, das war damals die Parole, politisch war und das Politische war privat. Jede Wohngemeinschaft, die die Türen zum Klo aushängte, befolgte damit ein Gebot der Transparenz, wie Sie, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern. Was Schneider schafft, ist ein Unterhaltungsroman, der sehr anschaulich, sehr witzig und ich finde auch sehr unverkrampft dieses Missverständnis der Generation schildert, die so grandios und völlig zu Recht gescheitert ist. Es waren Schwätzer, Angeber, Wichtigtuer, die ihre privaten Probleme völlig überstilisiert. Herr Broder, eine Frage.
Ich bin ein ungebildeter Mensch. Was ist das, glauben Sie doch selber nicht. Was ist ein Unterhaltungsroman? Das ist ein Buch, das nicht langweilig ist. Ja, ja? Ganz einfach. Aber Sie, auf dieser Definition wollten Sie doch gleich selbst hinaus. Nein, aber es war eine rhetorische Frage. Aber wieso ist das ein Unterhaltungsroman? Der wäre da auch ein Unterhaltungsroman. Ja, erstens ein Unterhaltungsroman, weil Peter Schneider selbst sagt, es ist ein Unterhaltungsroman. Zweitens gibt es einen sehr unterhaltsam. Ja, zweitens ist es sehr unterhaltsam. Und drittens ein untrüglicher Maßstab dafür ist, dass man beim Blättern nicht zählt, wie viele Seiten man schon gelesen hat. Also das ist Bölzen gut, Beispiel dass das ein Unterhaltung ja, ja. Ein positiver Begriff. Absolut positiv. Finden Sie es negativ? Nein. Ich finde nur was Sie sagen anderes. Das so zögerlich. Darf ich noch was sagen, weil Frau Löffler sagt wehleidig. Da gibt es eine wirklich hinreißende Szene. Derjenige, der 68 protestiert hat, erlebt jetzt selbst den Protest der Studenten gegen Tierversuche. Er ist ein Genforscher. Und die Maus, die ihn den Nobelpreis vielleicht bringt, die haben sie ihm freigelassen. Und er kriecht auf dem Boden seinem Nobelpreis und hat auf einmal kein Verständnis mehr, warum er früher protestiert hat. Ich muss ehrlich sagen, einen besseren Schlüssel für das traurige Schicksal der 68er habe ich nirgends gelesen. Ja, es gibt wunderbare Bilder und Metaphern in diesem Roman. An einer Stelle schreibt er zum Beispiel, aus den Utopien sind heimliche Dienstfahrten zu zweit geworden. Ja, wunderbar. Genau das ist es. Das ist die Generation, die sich zum einen Teil als die Toskana-Fraktion jetzt verfestigt hat und zum anderen, die darauf spekuliert, auf welche neu eröffneten Universität im Osten es noch einen Professorenjob gibt, der noch nicht besetzt ist. Und genau dieses Milieu trifft Peter Schneider. Er ganz, ganz genau. Und er schont sich selber dabei nicht. Das ist ein wunderbarer Erzähler, weil er auch ausbreitet, wie Beziehungen ausgehen. Man hat ja gedacht, und er macht sich auf einmal klar, man hat gedacht, jetzt kommt die neue Freiheit in den Beziehungen, jetzt wird alles neu. Und das landet in einem noch fürchterlichen Chaos als vorher. Und es ist wirklich ein Buch, wo man bis auf das letzte Kapitel, da habe ich Warschau, das wirkt so angeklebt. Der Schluss nibbelt so ab, verläuft. Aber Freunde, die Sache ist so einfach wieder nicht. Ich finde, das ist ein sehr gutes Buch, ein Roman ist es überhaupt nicht. Dieser Peter Was ist ein Roman? Ein Roman ist ein erzählendes Werk im Umfang von über 200 Seiten. Die Definition stammt nicht von mir, sondern von Forster aus den 20er Jahren. Ich werde gleich sagen, was mich an dem Buch ein klein wenig stört und warum ich das Buch fabelhaft finde. Dies ist das Buch eines hochintelligenten Menschen, einer der intelligentesten seiner Generation, ein fabelhafter Essayist, das wissen wir. Er hat ja essayistische Bücher im Laufe der Jahre oft publiziert und ein origineller Denker. Er hat einen Roman geschrieben, in dem es drei männliche Figuren gibt. Das ist alles Mumpitz. Es gibt den Komponisten André, den Poeten Theo und den Biologen Eduard. Eduard ist eindeutig die Hauptfigur. Klar, Eduard ist das Selbstporträt von Peter. Ja. Am literarischen Quartett nehmen heute wie üblich teil Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Profil, Wien. Und Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen. Unser Gast ist heute Henrik M. Broder, Journalist und Autor einiger Bücher, zeitkritischer Bücher. Broder ist in Köln aufgewachsen, wo die Handlung des Romans spielt, von dem heute die Rede sein wird, des Romans von Heinrich Böll. Er lebt jetzt in Jerusalem und in Berlin, wo die Handlung der Romane von Amos Oz und Peter Schneider spielt, von denen wir heute hier reden werden. Und er kommt gerade vor wenigen Tagen, ist er aus den Vereinigten Staaten gekommen, wo wiederum die Handlung der Romane von John Updike spielt und Nicholson Baker. Das sind damit die fünf Romane genannt, von denen hier die Rede sein wird. Zunächst Böll. Der Roman Der Engel schwieg stammt aus dem Jahre 1950. Also wie? Liegen gebliebene Ware, jedenfalls ein bisher unveröffentlichtes, ganz frühes Buch von Böll. Thema:
Ein deutscher Soldat kehrt im Mai 45 unmittelbar nach der Kapitulation zurück in seine zerstörte Heimatstadt, die nicht genannt wird. Es ist aber, wie üblich bei Böll, Köln. Er irrt umher, einsam, verzweifelt, unglücklich, findet eine Frau, die er liebt. Eine Liebesgeschichte wird erzählt, wie in so vielen Böll-Romanen. Die anderen beiden wichtigen Elemente dieses Romans. A. Eine Testaments- und Erbschaftsgeschichte, die einige Handlungseffekte ergibt. Und ein Problem, dem Böll treu bleiben wird bis zum Ende seines Schaffens, seines Werks, nämlich die Konflikte innerhalb des deutschen Katholizismus. Hier die bösen katholischen Funktionäre, da die guten, braven, edlen Katholiken, denen es schlecht geht. Also, was taugt dieser frühe Roman heute? Ja, ich denke, es wäre wahrscheinlich ein leichtes, diesen Roman heute niederzumachen. Zumal, glaube ich, der Verlag den Fehler begangen hat, ihn hochzuloben als sozusagen Bölls Urfaust. Das hätte man nicht sagen sollen. Und selbstverständlich ist es ganz leicht zu sagen, dass dieses Buch fast rührend ungeschickt in vielen Dingen erzählt. Es hat noch sozusagen wirklich noch den Flaum eines Kükens, das gerade aus dem Ei geschlüpft ist. Überall sind noch die Eierschalen dran. Aber Sie haben es ja schon angedeutet, gleichwohl sind die wichtigsten Themen, die im Werk des Böll ein Leben lang, denen er sein Leben lang treu bleiben wird, hier schon angesprochen. Und deshalb denke ich, es ist auch heute noch interessant, dieses Buch zu lesen. Frau Löffler, es gibt doch aber Leute, die der Ansicht sind und mit gewissen Gründen, dass der frühe Böll der beste Böll war, der frühen Erzählung. Dies ist also, dass er sich dann später in den späten Romanen wegentwickelt hat von dem Realismus, von seiner Erfahrungswelt des Nachkriegs, dieser zerstörten Städte, dieser verstörten Menschen. Trotzdem möchte ich Ihnen recht geben. Und ich denke, es ist zwar leicht, das Buch niederzumachen sozusagen, zu sagen, welche rührenden Schwächen es hat, aber interessant ist das Buch deshalb, weil es eigentlich wie in einem Fokus Probleme Bölls festhält, die ja nie losgeworden ist. Ich denke, dass das Buch ein kritischeres Verhältnis auch zu den späten Werken schaffen müsste, weil es so ähnlich ist wie diese. Nicht unbedingt. Das Buch ist heute eigentlich nur noch von archäologischem Wert. Es gibt ein Wort, das Böll immer wieder verwendet, das ich sehr schätze, weil ich das Glück oder das Pech hatte, in Köln groß geworden worden zu sein, muffig. Er sagt immer wieder muffig. Die Atmosphäre ist muffig und damit trifft er die Kölner Atmosphäre sehr genau. Aber die des Buchs auch. Das Buch ist genauso muffig wie die Atmosphäre in Köln, die es beschreibt. Und ich glaube nicht, dass es zu viel Schonung verdient, weil es einer Spekulation entspringt, dass es ein unbekanntes Frühwerk ist, das heute nach dem Tode von Böll und mit dem Kredit, den er bei uns hat, als guter Mensch, als ein anständiger Mensch, aufgenommen wird. Wir sollten vielleicht erklären, dass es nicht aus einer Spekulation veröffentlicht worden ist, sondern es ist ein Buch, das Köln damals zu Mittelhaufe brachte, seinem damaligen Verleger. Und die, 1950, die haben gesagt, diese Art von Trümmerliteratur ist out, die wollen wir nicht mehr. Und die haben dann Änderungen verlangt in dem Manuskript und erst über den Änderungen hat er dann aufgegeben, hat andere Kapitel in anderen Büchern verwertet. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, ist doch wohl der, dass man jetzt bei der Gesamtausgabe dieses Manuskript aufgefunden hat, als man dafür suchte. Und ich denke, dass man es einem Autor wie Böll schuldig ist, alles zu veröffentlichen. Zumal, ich glaube, es ja durchaus legitim ist, dass man auch ein gewisses literaturarchäologisches Interesse hat. Das würde ich für mich zum Beispiel in Anspruch nehmen. Mich hat an dem Buch am meisten interessiert, zu merken, wie der Heinrich Böll erst unterwegs ist, seine eigene Sprache zu finden. Nach 45 war es doch in der Tat so, dass die jungen, damals beginnenden Autoren noch keine Sprache hatten. Die Sprache vorher war einfach hoffnungslos diskreditiert. Und er hat, und das kann man an dem Roman sehr schön sehen, versucht, seine eigene Sprache überhaupt erst im Schreiben zu entwerfen. Ja. Natürlich nach amerikanischen Vorbildern, weil wo sollte damals ein junger Mann seine Vorbilder hernehmen, wenn nicht aus Amerika, aus den amerikanischen Kurzgeschichten. Sehr viel von Hemingway, das merkt man ja alles noch drinnen. Aber in dieser Frische und auch in der, ich sagte schon, Ungeschicklichkeit, ist es eigentlich doch sehr lesenswert. Aber das Buch wird heute retrospektiv im Lichte der anderen Böll-Bücher gesehen. Und da finden einfach enorme Überschätzungen statt, auch was